Danke sehr. Ich möchte Ihnen jetzt die Diskutantinnen vorstellen, aber ich glaube, die kennt man irgendwie eh. Zu meiner Rechten sitzt die Frau Professor Sonja Puntscher-Rickmann. Sie ist Professorin an der Universität Salzburg für politische Theorie und europäische Integration und Vizepräsidentin des Europäischen Forum Alpbach. Also ich habe jetzt nur zwei wirklich wichtige Funktionen herausgegriffen, die sie inne hat. Dann zu meiner Linken sitzt der Johannes Voggenhuber. Johannes Voggenhuber ist Mitinitiator von MeinÖ, Volksbegehren Demokratie jetzt. Der Herr Voggenhuber kommt aus den Salzburger Bürgerinitiativen, hat die Grünen mitbegründet, war Stadtrat in Salzburg, ist dann nach Wien gegangen, war dann Sprecher der Grünen und sein letztes wirklich politisches Mandat war Europaabgeordneter der Grünen sehr lange. Und zu links außen sitzt der Herr Heinrich Neisser. Er war 24 Jahre Mitglied des Nationalrates und am Schluss dann Professor in Innsbruck für Politik und europäische Integration. Der Herr Neisser war auch Präsident des Nationalrats, des hat er nicht so gerne, also so seine Titel. Er ist ein sehr bescheidener Mensch, ich erwähne es trotzdem, weil es ja doch ein relativ wichtiges Amt ist. Zum Format, das ist ein relativ offenes Format. Es wird jetzt einmal eine Runde geben, wo jeder der Diskutanten oder die Diskutantin ihr Statement sagt. Und dann hätte ich schon ganz gern die ersten Fragen aus dem Publikum, sodass das wirklich interaktiv wird, weil deswegen sind wir da, das ist ja keine Podiumsdiskussion, sondern das Format nennt sich ja Stammtisch. Und ich meine, für einen Stammtisch sind wir leider ein bisschen, oder Gott sei Dank ein bisschen zu viel Leid, aber ich glaube, wir schaffen das trotzdem, dass wir das sehr strukturiert über die Bühne bringen. Ich sage jetzt einmal ganz böse, ich habe mich erkundigt im Innenministerium, raten Sie, wie viele Parteien es gibt in Österreich? Warten Sie einfach. Also die Ihre Satzung, im Innenministerium abgegeben haben. Ja, es sind also meine Auskunft, die mir gegeben haben, war 940. Sie haben die Zahl von 905. Also es sind jenseits der 900, die offiziell im Innenministerium als Parteien gelten in Österreich. Ja. Ich meine, da muss irgendwie für jeden was dabei sein. Dennoch steckt unsere Parteienlandschaft und unsere Demokratie in der Krise. Und ich gebe jetzt stelle jetzt mal eine provokative Frage an die Frau Puntscher-Rickmann. Was ist da los? Also, dass Sie in der Krise sind, ist evident. Wir haben es mit zwei sogenannten Großparteien zu tun, die zumindest in den Umfragen nicht mehr gemeinsam auf eine absolute Mehrheit kommen, geschweige denn auf eine Verfassungsmehrheit. Wir haben Differenzierungen innerhalb der Parteien. Die FPÖ hat sich jetzt gleich in drei Fraktionen, könnte man sagen, gespalten. Zunächst das BZÖ und dann die Wanderung von BZÖ und anderen Abgeordneten in das Team Stronach ist sozusagen der neueste Schrei am Parteienmarkt. Das heißt, diese Landschaft ist ganz gehörig in Bewegung geraten, was aber nicht neu ist. Denn schon in den 80er Jahren erleben wir zunächst einmal den Einzug der Grünen oder die Entstehung der Grünen aus der Umwelt-, Frauen- und Friedensbewegung und dann die Parteigründung mit dem Einzug in das Parlament im Jahre 86 und eben sozusagen einer Geschichte dieser vierten Partei. Wir erleben aber auch eine FPÖ, die sich wandelt, die mit Jörg Haider eine neue Richtung einnimmt, neu einerseits vertieft sich sozusagen der rechtsradikale Ansatz, aber auf der anderen Seite eine populistische, rechtsradikale, antieuropäische oder EU-kritische Form und damit auch ein Aufstieg de facto zur zweitstärksten Partei zu einem gewissen Zeitpunkt.
mit den darauf folgenden Entwicklungen, die ich schon skizziert habe. Also das, was wir gewohnt waren nach 1945, nämlich die starke Dominanz von zwei Parteien, ist also seit mindestens 20 Jahren in Bewegung geraten. Ich erlaube mir aber auch vielleicht ein paar Anmerkungen, was dieses Verhältnis Parteien und Demokratie betrifft. Also ich würde sagen, moderne repräsentative Demokratie kann ohne Parteien nicht funktionieren. Das heißt, Parteien bleiben relevant. Sie sind das Organisationsmoment an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und politischen Apparaten, dem Parlament, der Regierung. Und sie bestimmen über weite Strecken die politischen Prozesse. Aber, und zwar in der Vergangenheit sehr stark, nach ideologischen Positionierungen, die sich aber ebenfalls aufweichen. Es gibt also diesen berühmten Trend zur Mitte, mit dem Ergebnis, dass sich an den Rändern sozusagen neue Parteien bilden. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass die Relevanz dieser Formationen nicht in Frage zu stellen ist, dann ist aber zugleich die große Gefahr der Schließungen der Parteien, wenn ich das so formulieren darf. Schließung in dem Sinne, dass man vor allem dort, wo man Regierungsverantwortung übernimmt oder in die Nähe der Staatsapparate kommt, auch mit diesen Staatsapparaten zu verschmelzen droht und Macht sozusagen für das Gegebene hält, das den Parteien, zumindest den Großen, automatisch zufällt. Und in der Vergangenheit, also das galt vor allem nach 1945, auch sozusagen der Kanal zur Verteilung von Reichtümern einer Gesellschaft ist. Diese Schließung führt aber auch zu einer ideologischen Schließung, dem Nichterkennen neuer Themen, die in die Welt treten und virulent werden in einer Gesellschaft. Und das bedingt dann eben die Entstehung neuer Parteien. Die jüngste Entwicklung ist allerdings charakterisiert von einer besonderen Wolte, nämlich der sogenannten apolitischen Partei. Ja, also Frank Stronachs wesentlicher Diskurs ist ja, ich bin kein klassischer Politiker. Das kennen wir aus vielen Staaten der Welt, auch gerade in den USA ist das immer ein starkes Moment zu sagen, ich gehöre nicht dem System an und verdiene daher umso mehr eine Stimme. Sind sozusagen Antisystemparteien, die natürlich in dem Augenblick, wo sie dann im Amt und in der Nähe der Macht sind, sich ganz anders gerieren. Denken wir nur an die FPÖ in dem Augenblick, wo sie in die Regierung gegangen ist und nichts sehnlicher sich wünschte und umsetzte, als eben genau jene Verteilungen von Posten und Positionen vorzunehmen, wie alle anderen auch. Was wir in Österreich allerdings auch erleben, ist, dass diese neuen Parteien sich einer Thematik oder auf einer Thematik reitend besondere Wahlerfolge versprechen und sie auch einfahren, nämlich der Nationalismus und der Anti-Europäismus. Damit sind wir sozusagen am Ende dieser klassischen Parteienformation und im Übrigen auch am Ende dessen, was die Parteien in der Vergangenheit geleistet haben, nämlich Menschen im politischen Handwerk, ich sage das mal so, zu sozialisieren und daraus auch professionelle Politiker und Politikerinnen zu machen. Im Augenblick sind wir mit Personen konfrontiert, wo ich mir manchmal nicht sicher bin, wie sie dieses Handwerk umsetzen oder nicht umsetzen, beziehungsweise wie sie Politik betreiben. Ja, es ist vor allem die mediale Präsenz, die zählt, wobei man beim Herrn Stronach nicht ganz sicher ist, ob das auch alles gelingt. Aber interessant ist dann auch die Dialektik zwischen Parteien und Medien. Ich bin auch fasziniert, wie sehr die Medien von dieser neuen Figur fasziniert sind, und zwar in allen möglichen Medien. Jeder ist irgendwie
beseelt von dem frischen Wind, der jetzt hier aufgetreten ist. Und die anderen Parteien, vor allem die beiden ÖVP und SPÖ, neigen immer mehr zu einer Politik der Reflexe. Ja, es ist nicht mehr das Konzeptuelle, nicht mehr die Zukunftsvision, die Vorstellungen, wie ein Staat wie Österreich regiert werden soll, auch im europäischen Kontext, sondern man ist getrieben von reflexhaften Handlungen, die entweder imitierend wirken oder aber experimentell werden. Ja, man denke nur auch an die vielen Journalisten und Journalistinnen, die plötzlich in wichtige Positionen gekommen sind, weil man sich von deren Gesicht, das jeder schon vom Bildschirm kennt, dies auch zu Erfolg führen würde. Das Ganze eben mit gemischten Ergebnissen. Hans-Peter Martin wäre hier besonders zu nennen. Mein letzter Satz, das, was Parteien vor allem in Österreich, aber ich könnte Ähnliches für andere Staaten in Europa genauso erzählen, ist das Nichtbegreifen der Transnationalisierung von Politik. Also das Eintreten des politischen Geschehens in eine andere Dimension. Das heißt, Parteien pflegen den nationalen Diskurs und sind nicht das, was sie sein sollten, nämlich Transmissionsriemen der europäischen Politik hin zu einer nationalen Wählerschaft. Es gibt transnationale Parteiformationen, also europäische Parteienfamilien, deren Rolle aber höchst beschränkt ist. Die Grünen haben im letzten europäischen Wahlkampf versucht, sozusagen eine gesamteuropäische Wahlplattform zu konzipieren. Andere versuchen, das etwas zu kopieren, aber in Wahrheit ist die Internalisierung dieser europäischen Politik bis jetzt nicht gelungen. Das wäre mein erstes Statement. Dankeschön. Danke. Ich habe mir aufgeschrieben, apolitische Parteien und virulente Themen und leite jetzt um auf den Herrn Fockenhuber. Sie waren ja Geburtshelfer oder Kind, je nachdem wie man das sieht, der Grünen. Das ist ja damals auch nicht so rein ideologisch abgelaufen, sondern da gab es ja auch ein virulentes Thema, das sozusagen die Geburtsstunde der Grünen eingeleitet hat. Was war damals anders, als es jetzt ist? Böse, oder? Ja. Frage, die meine Gedanken der letzten Minuten vollkommen durcheinander wirft. Guten Entschuldigung. Abend. Macht nichts. Aber ich habe das so spannend gefunden. Recht. Ich habe das extrem spannend gefunden. Das ist ihr gutes Recht. Also ich habe die Grünen immer auch deshalb so faszinierend gefunden, weil ich darin den Abschluss eines historischen Prozesses gesehen habe. Also so von 1848 an. Der Frage der Entdeckung gegenüber feudalen und monarchistischen Systemen, die Entdeckung des freien Bürgers, des Unternehmertums, der Wirtschaft, des wirtschaftlichen Abenteuers, auch der Freizügigkeit. Dann die Liberalen, die das übertragen haben auf die politische Bürgerschaft mit Pressefreiheit, Medienfreiheit, Meinungsfreiheit, Parlamentarismus, Pressefreiheit, ein großes neues Thema. Dann die soziale Bewegung, Arbeiterbewegung. Und eigentlich glaubte man lange Zeit, damit sei die Geschichte zu Ende. Und plötzlich tauchte da so ein blinder Fleck auf, mit großer Betroffenheit, das kommt immer auch dazu, großer Betroffenheit die Ökologie. Also plötzlich merkt man, so verschieden die drei vorangegangenen großen Phasen waren, so sehr haben sie sich auch ergänzt und vollendet, aber es fehlte was. Alle drei hielten die Natur, die Welt für einen kostenlosen Produktionsfaktor. Die Kommunisten sowie die Rechten. Die Liberalen sowie alle anderen. Und da ist rein intellektuell, rein erkenntnismäßig etwas völlig Neues aufgetaucht. Und es hat sich, es hat sich die Bahn gebrochen durch unendlich viele Konflikte mitten in der Gesellschaft. Also diese Partei ist wie die drei vorigen großen Bewegungen eine historische und ist aus der Mitte der Gesellschaft entstanden, über die Linien von Betroffenheit und Konflikten und der Entdeckung von etwas, was gefehlt hat. Gefehlt über die Jahrhunderte mit sehr schweren Schäden, natürlich exponentiell steigend mit der technologischen Entwicklung.
Das ist sozusagen, wenn man jetzt die letzten 200 Jahre anschauen will, so ein unerhört faszinierender Vorgang. Das, was wir sozusagen heute besprechen, ist um vieles, vieles älter, klassischer sozusagen, und hat nicht alle 200 Jahre werden so große Aufbrüche inszeniert. Also die Republik muss auch mit schmalen Zeiten auskommen. Und dafür ist eigentlich schon auch die Frage, was eine Partei grundsätzlich ist. Für mich war es die schönste Möglichkeit, aus einer solchen Erkenntnisbewegung, auch einer Konflikt, einem großen aufbrechenden Konflikt, zu so etwas zu kommen. Ob sie das durchhalten, ist eine andere Frage. Ja? Und wie weit diese intellektuelle Arbeit an dieser, der vierte große Stein in dieser Entwicklung zu sein, da nicht einer intellektuellen Öde dann weicht, ist eine andere Frage. Also ich meine, das schwierigste Verhältnis zu beschreiben ist wahrscheinlich die Frage Republik und Parteien, beziehungsweise Staat und Parteien. Weil da geht es, meine, die Demokratie ist ein Flut und Ebbe von Macht, die sich zurückzieht und die vordringt, die ihre Zeit hat und die aber dann auch wieder verschwindet und den Strand freigibt sozusagen für anderes. Und dieses Verlassen müssen von Macht oder Übernehmen von Macht hat natürlich 1000 Versuchungen und 1000 Gifte. Und das ist ein bisschen näher zu untersuchen, was ist eigentlich das grundsätzliche Verhältnis und wie ist es in Österreich. Es ist eine unglaublich schwierige Balance. Und wer darüber nicht wacht, und das kann ja wohl nur die Bürgerschaft, jetzt von Gerichten und so weiter abgesehen, und die Parlamente, es ist kompliziert, aber wer da nicht darüber wacht, wird feststellen, dass über die Zeit hin die Mächte, die zurückweichen sollen, sich vorher schon Reservate geschaffen haben und das mit dem Wechsel der Macht nicht so einfach ist. Und das ist nun einmal das Wesen der Demokratie. Churchill hat gesagt, Demokratie heißt, die eigene Regierung in die Wüste schicken zu können. Das haben wir mal, das auf den Punkt zu bringen. Ja, aber das ist ja in Österreich eigentlich nie passiert. Ja, eben, das ist jetzt schon, das, nein, eigentlich nie eine. Das ist jetzt das, worauf ich kommen möchte. Also man sieht ja in seinem Leben keine großen Bilder, ohne sie sich zu merken. Und irgendwann einmal in diesem politischen Getriebe, nachdenkend über die Frage des Verhältnisses von Staat und Parteien in Österreich, erinnerte ich mich an ein sehr gespenstisches Bild, das ich als Kind bisweilen gesehen habe, nämlich einen Käfer auf einer Ameisenstraße, der sich bewegt. Und als Kind schaut man das fasziniert an, bis man entdeckt, dass der Käfer innen ausgehöhlt ist und von Ameisen bewegt wird. Und das war das Bild, das ich für mich sich immer mehr und mehr verdichtet hat für das Verhältnis von Staat und Parteien in Österreich. Es gibt einen Käfer, der heißt Republik, Staat, der uns allen gehört, mit seinen Institutionen, Ämtern, Aufgaben, seiner Verfassung. Und dann gibt es, in Österreich nennt man das weniger drastisch, dann Realverfassung, einen Bewegungsapparat, der sich darin eingenistet, den Staat aufgefressen hat und sich bewegt, als vollkommen eigenes Wesen. Nach außen hin schaut es noch aus wie ein Käfer, ist aber eigentlich die Maskerade von einer kleinen Armee von Ameisen. Und so, denke ich, ist das Schicksal der Republik sehr drastisch. Der Heinrich Neisser wird mich jetzt gleich wieder verwarnen, das tut er besonders gern. War bisher erfolglos. Früher hat er das mit schärfstem Witz gemacht, heute mit großer Milde. Die Milde macht mich betroffener als der Witz, der hat mich damals sehr herausgefordert. Aber es ist ja auch unschwer zu beweisen, auch wenn das Bild so drastisch ist. Ja? Die Parteien haben diesen Staat eigentlich bis in die letzte Pore hinein sich einverleibt. Das beginnt schon bei dem Personal. Das ist sozusagen von der Putzfrau bis zum General und von der Fotokopiererin und dem Schulinspektor bis zum Generaldirektor von staatsnahen Unternehmen, ist eigentlich so in den ersten 50 Jahren einmal jeder Posten danach besetzt worden, welcher Partei. Öffentlich verschwiegen, nicht berichtet, nicht kommentiert, nicht in den Zeitungen, nicht polemisiert, problematisiert, das war so.
So sind wir heute. Als gelernter Österreicher, dabei haben wir es gelernt. Man muss auch wissen, wie der gelernte Österreicher entstanden ist, über solche Lernprozesse. Keine Wohnung, kein Posten, keine Karriere, keine Anstellung, wenn nicht man nicht weiß, wo man hingehört. Ja? Das ist nicht so wichtig, was sie denken, fühlen oder sonst was. Hauptsache, sie sind wo dabei. Wichtig ist der Griff in die Tasche. Manche haben dann auch zwei und drei gehabt, die ganz gelernten Österreicher. Die ausgelernten Österreicher haben dann mehrere gehabt. Und die Institutionen, denen ging es ja ähnlich. Es wurden ja in diesem Proporz Richter, Medien, Journalisten über die Eigentümer begann, also diese Parteienstruktur, sich voll und ganz in alle Poren, Nischen, Winkel, Ritzen dieser Republik einzunisten. Und eigentlich waren es mehr oder weniger nur mehr ganz notdürftig kamoufliert, auch heute noch, die Parteien, im Übrigen, die ja auch in den Verbänden organisiert werden, damit man die Sozialpartnerschaft auch ein bisschen ernüchtert. Das waren ja auch Parteienspiegel. Ja? Und haben eigentlich die Republik wie die Ameisen den Käfer bewegt. Gleichzeitig, jetzt könnte man sagen, gut, was hat das mit der ganzen Sache zu tun? Parteien ist ein schönes Wort, das heißt Partei ergreifen. Menschen, die Partei ergreifen, finden sich zusammen, um ihrer Sache zum Durchbruch zu verhelfen. Eigentlich so nach der Französischen Revolution eine Sache, die man erkennen konnte, links, rechts, Marxisten und Christen und was weiß ich alles. Aber mit fortschreitendem Prozess der Nachkriegsgeschichte und ihrer Verwahrlosung aller dieser Zustände und Verfahren und des Begriffs von Demokratie und Republik, und das ist, glaube ich, eine große Verwahrlosung, schon allein deshalb, weil wir aus dem steigenden Wohlstand aufgehört haben, darauf zu achten. Solange es uns gut geht, haben wir das nicht. Sie ist uns auf die Nerven gegangen. Die Korruption haben wir immer dahinter vermutet. Dass sie jetzt so sichtbar wird, ist eher ein Zeichen des Fortschritts. Ich glaube, sie war immer da. Denn die Parteienwillkür haben wir immer beobachtet. Aber solange es uns gut ging, war das irgendwie noch ein Frieden mit sich selbst, den wir da geschlossen haben. Gleichzeitig aber haben die Parteien etwas verloren, was jetzt im Vakuum, und beides wird jetzt im Vakuum sehr, sehr gefährlich. Nämlich sie haben sich aus dem Denken über Gesellschaft und dem Parteiergreifen eigentlich weitgehend zurückgezogen. Was ist noch christlich an der ÖVP? Was ist noch sozial an der SPÖ? Wenn ich ganz böse bin, sage ich, was ist noch grün an den Grünen? Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Manches beginnt zumindest zu fehlen. Und diese Frage des Parteiergreifens und dass die Parteien Instrumente der Zivilgesellschaft sind, nicht Organe des Staates. Ich habe es eigentlich bedauert, dass sie in der Verfassung stehen, wie die Verbände, denn sie sind Instrumente der Zivilgesellschaft, die durch Wahl einmal in Ämter gelangen, sie nach der Verfassung auszuüben haben und dann den Bürger fragen, haben sie es gut gemacht oder haben sie es schlecht gemacht, sollen sie wieder gehen und nicht. Aber nicht, dass sie sich den Staat durch Personalbesetzungen, durch Geld, durch Abhängigkeit wie den Fischmarkt von Neapel aufteilen untereinander. Und heute, um es dramatisch zu sagen, sind wir eigentlich sehr weit, um auch nicht zu lang zu werden, sind wir eigentlich sehr weit, wir sind beim Fischmarkt von Neapel, das gehört dir, das gehört mir, rühr du das nicht an, ich rühre das nicht an. Und am Ende kommen wir zu einem Satz des Verhängnisses. Es ist wurscht, wenn wir wählen. Es ist egal, wer die Wahl gewinnt. Es geht so weiter, wie es gegangen ist. Die wirkliche Macht haben, die im Dunkeln sieht man nicht, die können dort ihre Entscheidungen treffen, da ihre Entscheidungen treffen und es ist eigentlich gleichgültig. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Inzwischen erleben wir eine Situation der Implosion der ehemaligen staatstragenden Parteien. Die Alternativen, wie auch die Grünen, haben es nicht geschafft, wirklich in dieses Vakuum als glaubwürdige, tragfähige, staatstragende Alternative einzutreten. Und in diesem Vakuum beginnen nun unglaubliche Gespenster und Kräfte aufzutauchen. Clowns, Demagogen, Irre, alles Mögliche. Nur nicht wirklich Ansätze einer neuen Formation der Zivilgesellschaft. Weil wir auch nie gelernt haben, sie auf die Schnelle zu bilden.
sondern die Grünen haben 25 Jahre gekämpft. Eher Wunder, dass sie das wirklich erlebt haben. Aber das ist in Österreich ein unendlich schwieriger Vorgang. Hans-Peter Martin, 14%, wie eine Stichflamme, von einer Sekunde auf die andere, erloschen wie eine Stichflamme. Zuerst auftretend in weißem Sommeranzug, auch im Winter, wegen der Unschuld, und sich dann nicht mehr erwehren können vor lauter Staatsanwälten und nur mehr schweigen. Das sind dann die Erfolge dieser Destabilisierung einer Republik. Das Plädoyer für was Besseres halte ich mir, glaube ich, für später auf. Okay. Herr Neisser, wir haben jetzt ein sehr düsteres Bild der österreichischen Parteienlandschaft gezeichnet bekommen. Mich wird Ihr Zugang dazu interessieren. Und was ich von Ihnen noch ganz gern wissen würde, weil es die Frau Puntscher-Rickmann angesprochen hat, die Transnationalisierung der Politik. Es gab ja da diese komische Presseaussendung von Herrn Bucher, wo Sie auch genannt wurden. Vielleicht können Sie dazu auch was sagen, bezüglich des Vereins. Ja. Was ja auch so ein Beispiel für eine Stichflamme ist, wo irgendein Thema medial hochgespielt wird, keiner kennt sie damit aus und es bleibt dann ein Scherbenhaufen über. Dass ich vom Herrn Bucher in einer Presseaussendung genannt wurde, ist kein guter Einstieg für ihn. Ja. Nein, deswegen wollte ich Ihnen ja. Nein, deswegen wollte ich Ihnen ja die Chance geben, dieses düstere Bild, das der Herr Voggenhuber gerade gezeichnet hat. Und es geht für mich schon so ein bisschen Hand in Hand, weil so wie das gespielt wurde in der Öffentlichkeit, ist wieder so ein, jetzt für mich ein typisches Thema. Ja, da wird irgendwas anzünden, keiner kennt sie aus, es fallen irgendwelche Namen, ja, und es ist gleich wieder Katastrophe und hat jetzt aber nichts mit nachhaltiger Politik zu tun. Und ich finde das thematisch, was die Frau Puntscher-Rickmann gesagt hat, nämlich diese Transnationalisierung der Politik, da passt es irgendwie ganz gut rein, dass man sich da auch andere Konzepte überlegen muss. Und kann. Ja, ich möchte zunächst einmal sagen, also im Sinne der Voggenhuberschen Metaphorik sitze ich hier nicht als Käfer, sondern als Ameise. Als Ameise unter Ameisen. Das ist das Wesen der Demokratie. Und ich bin an sich sehr dankbar, weil ich sehe darin auch, aber das haben Sie mich noch nicht gefragt, aber auch wenn Sie mich nicht fragen, werde ich darüber reden, ist für mich im gewissen Sinn eine Werbeveranstaltung, weil ich Ihnen schon sagen möchte, was mein Österreich in meinem Sinn verstanden bedeutet. Aber nur eine andere Anmerkung zum Johannes, muss ich schon noch sagen, er hat sich die Frage gestellt, warum gibt es überhaupt politische Parteien in der Verfassung, was braucht man das, sie sind ein Element der Zivilgesellschaft. Und die haben sich frei zu organisieren, das stimmt alles. Daher möchte ich Ihnen sagen, wissen Sie, warum die politischen Parteien in Österreich in der Verfassung erwähnt sind? Als Gruppierungen, die politische Willensbildung zu tragen haben. Weil sie Geld kriegen. Das österreichische Parteiengesetz ist im Jahr 1975 beschlossen worden. Nicht, weil man das rechtsstaatlich-demokratische Bedürfnis hatte, politischen Parteien eine verfassungsrechtliche Legitimation zu geben, sondern man hat sich über ein Parteienfinanzierungsgesetz geeinigt, dass der Bund die politischen Parteien unter bestimmten Voraussetzungen finanziert. Und da ist man dann draufgekommen und hat die relativ schlüssige Frage gestellt, wenn man jemand da Geld gibt, muss man sich klar sein, wem es gibt, welche Rechtsnatur er hat. Und da kam man dann dazu, dass dieses schöne Parteiengesetz, dass er nicht in dem Text der Verfassung selbst drinnen steht, sondern außerhalb drinnen steht, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit, ihre Gründung ist frei, sie unterliegen nur den verfassungsrechtlichen Grundlagen. Das war der schöne Artikel 1, im Artikel 2 ging es um die Sache, den Nervus Rerum. Und das ist das ganze System der Parteienfinanzierung dann etabliert worden. Nur das zur Ergänzung, Johannes, das wollte ich dir sagen. Also alles kann man mit der Zivilgesellschaft nicht erklären, die Parteienfinanzierung zumindest auch nein. Nicht. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht ein paar Sätze noch, bevor ich auch zur Transnationalisierung komme. Diese Republik hat sich natürlich gewandelt. Es haben sich auch Koalitionen gewandelt. Sie sind mehr nicht das, was sie einmal waren. Ich habe noch erlebt, und jetzt brauche ich Ihnen meinen Geburtsjahrgang nicht noch explizit nennen, ich habe die Schlussphase der großen Koalition nach Phase des Zweiten Weltkriegs erlebt, die ein großes Aufbauwerk war, aber die schon in der Schlussphase erkennen hat lassen, das, was heute Voggenhuber zu Recht
meine Gemeinsamkeit mit ihm ist größer vielleicht, als ihm manchmal lieb ist, gesagt hat, also Parteien sind ein Machtkartell geworden, sie haben sich als Machtträger verstanden, die auf Verteilung war das Wesentliche. Damals ist ja auch der Begriff der Reichshälfte nicht in der Monarchie entstanden, sondern der Reichshälfte der Koalitionsregierungen. Rot und Schwarz, der eine rät den anderen nicht rein, jeder macht in seinem Bereich, was er will, aber das macht er autonom. Das ist sehr wichtig. Und das war also dann, die Große Koalition hat es letztendlich auch ein Refus bekommen durch die Wahlen des 1. März 1966. Und dann kam eine Phase, die ging für mich in die 70er Jahre bis in die 80er Jahre hinein, Josef Klaus, aber vor allem Bruno Kreisky und dann später, wo man das Gefühl hat, dass es doch ein bisschen zu einer Auflockerung kam. Es kamen dann die 80er Jahre, wo die Grünen erstes Mal ins Parlament gekommen sind, wo sich dieses starre System der politischen Lage etwas gelockert hat, die Mobilität der Wähler ist größer geworden, die Stammwähler sind geschrumpft, alles ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das war an sich sehr erfreulich. Und jetzt sage ich Ihnen, jetzt kommt aber für mich das, was mich betrügt. Ich glaube, wir sind in einer Phase wieder, wo wir zumindest in einem wesentlichen Teil der Republik zu diesen alten, erstarrten Strukturen des Parteienstaates fast wieder zurückkehren. Der Parteienstaat hat heute Phänomene und Auswüchse, die fast noch ärger sind als früher. Es findet die Verteilung statt. Transparenz ist eine Lebenslüge geworden. Wo gibt es in der Politik mehr Transparenz? Wobei ich das letzte Transparenzpaket vielleicht sogar positiv beurteile. Da ist ein Schritt getan worden, aber in einem größeren Sinn an der gesellschaftlichen Transparenz ist das nicht der Fall. Also die Parteien sind erstarrt und die heutige Demokratie-Reform-Diskussion hat natürlich andere Voraussetzungen und das gibt mir ja auch ein bisschen persönlichen Auftrieb, dass ich mich auf meine alten Tage noch engagiere in Bewegungen wie mein Österreich, ist darin begründet, dass ich glaube, dass es ein Umfeld gibt, das etwas sensibler geworden ist für die Fragen, wie man sich um die Demokratie kümmert. Sie wissen, der große Schweizer Schriftsteller und Dichter Max Frisch hat einmal gesagt, Demokratie bedeutet, dass sich das Volk in die eigenen Angelegenheiten einmischt. Und dieser Satz ist wichtig. Ich glaube, wir haben noch immer die Hypothek einer etatistischen Tradition, wo unsere Gesellschaft darauf wartet, dass von oben alles kommt, die Erleichterung. Die Zivilgesellschaft ist wünschenswert, hat sich aber bei uns noch nicht realisiert, vor allem nicht im politischen Bereich. Wir haben großartige zivilgesellschaftliche Organisationen in der Entwicklungshilfe, mein Schutz der Menschenrechte, Amnesty International, aber nicht um die Sache selbst und die Demokratie, die ein ureigenes Anliegen ist. Und daher meine ich, das ist auch das Motiv, also ich bin ja nicht der Gründer dieser Bewegung Mein Österreich gewesen, aber ich glaube, man muss endlich einmal in das Bewusstsein in Österreich hineinbringen, dass Demokratie etwas ist, um das sich auch das Volk selbst kümmern muss, wo sie die Initiative in Hand nehmen muss. Das Ziel und das Anliegen ist klar. Die Schwierigkeiten werden uns auch immer klarer. Ich sage Ihnen, die Art und Weise, wie man unser Volksbegehren jetzt behandelt, ist nicht erfreulich. Nicht? Das beginnt mit der Eintragungswoche, das beginnt mit den bürokratischen Schwierigkeiten, was sonst es gibt. Und das ist jetzt völlig klar, nächstes Jahr sind die Wahlen, die Eintragung findet im April statt. Was wird noch geschehen? Wenn das Parlament überhaupt reagiert, wird es absegnen oder wird beschließen, irgendein Demokratiepaket, die Terminologie ist ja sehr beliebt, Paket, nicht nur Backerl, es sind alles Backerl. Alles, was das Paket bezeichnet wird, ist eher Backerl, wird der Backerl. Nicht? Sie werden eine Demokratiebackerl beschließen noch und werden sagen, großartig, das war der Reformfortschritt einer Koalition. Und ich glaube, das darf es nicht geben. Unsere Aufgabe wird sein, das Beste für das Volksbegehren herauszusuchen, dafür zu sorgen, dass der Wahlkampf das Thema Demokratie in den Mittelpunkt stellt und nicht wieder auf die Seite schiebt und dass die Diskussion auch nach den Wahlen weitergeht. Egal wie die nächste Regierung ausschaut. Ich glaube, wir müssen einmal eine gewisse Langfristigkeit oder um ein anderes Wort zu verwenden, Nachhaltigkeit in den demokratiepolitischen Prozess einbringen. Und jetzt zu Ihrer zweiten Frage. Natürlich hat die Demokratie in vielfacher Weise sich gewandelt. Wir sind ein Land der repräsentativen Demokratie. Die Juristen lernen so schön repräsentative Demokratie mit plebiszitären Elementen. Die plebiszitären Elemente haben bei uns eine Rolle gespielt. Wir haben keine Kultur der direkten Demokratie. 36 Volksbegehren, der Großteil
war nicht sehr erfolgreich, zwei Volksabstimmungen, die bekannt sind, eine Volksbefragung, die völlig verkehrt wird, nicht nur von der Fragestellung, sondern wo die politischen Parteien eilfertig gegenüber dem Souverän gleich erklären, das ist für uns bindend, ob zwar bei jeder Volksbefragung das Wesen der Volksbefragung eben darin besteht, keine bindende Entscheidung zu haben, sondern eine Orientierung zu gewinnen, so wird die direkte Demokratie natürlich so wird pervertiert und auch transformiert im Sinne der politischen Parteien. Es wird die Zukunft, wird die Auseinandersetzung wirklich lauten repräsentative Demokratie gegen direkte Demokratie. Denn es ist da kommen jetzt Faktoren, Bremsfaktoren zum Ausdruck, die bei uns eine Rolle spielen. Und Demokratie geht heute als Problem natürlich weit über die nationale Phase hinaus. Sie hat nicht nur durch die europäische Integration, aber vor allem durch die europäische Integration eine übernationale, eine transnationale Dimension gewonnen, die in zwei Dingen besteht, in zwei ganz wesentlichen Voraussetzungen. Erstens einmal, wir müssen schauen, dass die Staaten selbst sehr wachsam sind in der Aufrechterhaltung ihrer demokratischen Strukturen und ihrer demokratischen Substanz. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig in einer Zeit, wo Demokratie für uns was selbstverständlich wird. Es ist weniger eigenartig, es klingt weniger eigenartig, wenn man denkt, welche Radikalisierungsprozesse sich innerhalb politischer Systeme abspielen. Ich brauche Ihnen nicht immer das Beispiel Ungarn oder Rumänien erwähnen, der Rassismus, der Antisemitismus, dieser aggressive Antieuropäismus, der sich stattfindet. Also das ist die erste große Herausforderung, europäische Standards und eine europäische Wachsamkeit für die Demokratie in den Staaten zu finden. Und die zweite Herausforderung der Transnationalisierung ist, dass wir natürlich keine Internationalisierung durch eine Vergemeinschaftung wie die Europäische Union machen können, ohne das demokratische Element hier entsprechend zu berücksichtigen. Das ist ganz klar. Sie können heute nicht mehr differenzieren und sagen, den Bürger, den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr sagen, im eigenen Staat Demokratie braucht hauptsächlich nur, das ist genügt jetzt, und übernational braucht man das gar nicht, weil da haben wir die weißen Regierungsführer, die alles. Das geht nicht mehr. Da ist eine Verzahnung, die da findet statt, die sie nicht mehr lösen können. Und das ist für mich auch das Dilemma der gegenwärtigen Eurokrise. Es ist eine Naivität zu glauben, so jetzt werden wir die Eurokrise lösen und gleichzeitig damit verbinden einen Demokratieschub auf internationaler Ebene, der uns ein Ideal einer Gemeinschaft herbeiführt. Gar nichts. Die Kommission wird alles dran setzen, in einer eher autoritären Weise zu einer Lösung des Problems zu kommen, was ja sehr schön ist, wenn man mal die Eurozonenproblematik löst. Aber Sie müssen gleichzeitig auch Demokratie jetzt sichtbar machen, weil sie ein Vertrauenselement ist. Sie haben ja in den einzeln betroffenen Staaten, vor allem die mit Schwierigkeiten kämpfen, die Sparprogramme umsetzen müssen, haben Sie ja also eine derart kritische und zunehmende soziale Konfliktsituation, mit denen Sie umgehen können müssen. Das können wir uns in Österreich nicht vorstellen, weil wir noch immer, Gott sei Dank, jeden Tag hören, wie gut es uns wirtschaftlich geht. Mit dem Ranking sind wir auch immer ganz vorne. Nur in der Wettbewerbsfähigkeit, da wechseln wir ein bisschen. Da sind wir ein bisschen weiter vorne, aber da sind wir in der Mitte auch. Nicht? Aber das pendelt so hin und her. Aber damit beruhigen Sie, das ist so eine Placebo-Taktik. Es geht uns allen gut und wir wissen eigentlich noch gar nicht, was ist. Und verstehen Sie, das bedeutet auch ein völlig anderes demokratisches Denken und eine völlig andere demokratische Verantwortung. Und daher zum Schluss, damit wir nicht nur abstrakt bleiben, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass bei den nächsten Wahlen europäische Parteien, und die Sonne hat ja viel darüber geschrieben und beschäftigt sich damit immer, dass europäische Parteien als eine politische Einheit in das Geschehen eingreifen. Wir brauchen nicht mehr, die Konservativen brauchen nicht mehr die ÖVP und die CDU und die Zentrumsmitte und was immer es hier gibt, sondern es braucht eine europäische Parteienlandschaft, die letztlich auch versucht, die Demokratie umzusetzen, die dafür sorgt, dass es Kandidaten bei Europaparlamentswahlen gibt, die dafür sorgt, dass der Kommissionspräsident für mich eine Selbstverständlichkeit direkt gewählt werden sollte zum selben Termin. Das sind alles Vorschläge, die werden seit langem schon diskutiert, die sind schon vor Jahren elaboriert worden. Die
die Sonja Bunscher-Rickmann hat ihre Habilitation zum Thema die kommissarische Verwaltung Europas geschrieben. Das war damals ein Standardwerk. Geht es genau um die Frage hier? Wobei demokratische Demokratie jetzt nicht nur die Frage formeller Legitimation ist, sondern die muss verbunden sein mit einem neuen Bewusstsein der Leute, dass sie das Gefühl haben, sie können irgendwie mitwirken. Es wird nicht über ihre Köpfe hinweg regiert. Wie man Demokratie organisiert, das ist riesig schwierig. Und da bin ich wieder bei einem Beispiel, das auch nicht sehr erhebend ist. Du weißt es, wir haben seit kurzem jetzt diese Europäische Bürgerinitiative, wo sie die Möglichkeit haben, wenn 1 Million von Unterschriften vorliegt aus verschiedenen Staaten, dann kann also an die Kommission herangetreten werden und die muss dann eine Maßnahme setzen. Das war bisher kein Erfolgsrezept, wie es durchgeführt worden ist. In einer mehrfachen Hinsicht. Aber das ist egal. Ich glaube, man kann nicht resignieren, sondern die Herausforderungen sind da. Und wenn man an diese Ideen glauben will... Darf ich nachfragen, gab es keine, die 1 Million erreicht haben oder waren die Maßnahmen so? Ja, die 1 Million ist bisher, glaube ich, noch nicht erreicht worden, weil immer nur die Eingangsphase ist. Das ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Es muss die Kommission sozusagen die Zulässigkeit der Bürgerinitiative bestätigen und da fängt es schon einmal an, nicht? Weil es muss nur etwas sein, was in ihrem Kompetenzbereich ist, nicht? Dann ist die Frage, wie sieht das Unterstützungsverfahren? Sind das Unterschriften per Internet oder wie müssen sie das hier ausweisen? Es fängt ja schon an, muss die Unterschrift ausgewählt und sie unterschreiben sich mit Pass oder genügt der Führerschein ausweisen. Das sind die konkreten Fragen, die in diesem Zusammenhang sind. Die sind nach Länderrecht geregelt. Entschuldigung, wenn ich da so nachfrage, aber ich finde diesen europäischen Kontext extrem spannend. Ne? Ja. Nein, das ist klar, es gibt eine Rahmenbestimmung im Unionsvertrag und da gibt es dann Ausführungsregelungen, die dazu gemacht werden, sind Verordnungen, nicht wahr? Also das System, das Verfahren, das liegt jetzt da. Es gibt auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Themen, es gibt eine große Zahl von Themen, die schon genannt worden sind, glaube ich, nicht? Also ich kenne beispielsweise eine zivilgesellschaftliche Initiative über die Einführung eines sozialen Sicherheit, also Mindesteinkommen, Mindestsicherheit, das ist eines der Themen. EU-weit. Die Herren Roschwein. Dann der Bundeskanzler der Republik hat selbst angekündigt, er würde also Transaktionssteuer unterstützen. Nicht? Das ist nicht ganz der Sinn der direkten Demokratie, das der Bundeskanzler erklärt, nicht so was die Demokratie, was die Ameisen zu sagen haben. Der Käfer erklärt. Der arbeitsfreie Sonntag ist, glaube bitte? Ich, der arbeitsfreie Sonntag ist, glaube ich, eins. Genau, ja, genau. Also ich müsste noch schauen, ich habe jetzt auch nicht mehr alle Themen im Kopf. Aber ich meine, das ist es, die Dinge sind im Fluss, ich kann Ihnen auch keine Lösung anbieten, aber die Diskussion muss in den nächsten Jahren intensiv geführt werden und das ist ein unglaublicher Aufwand, auch für jeden Einzelnen, der sich hier beteiligt. Das verlangt Wissen, das verlangt Engagement und das ist letztlich das, was mich mit meinem Freund Fockenhuber nach Zeiten langer Trennung, er war in Brüssel, ich war nicht in Brüssel, wieder zusammengeführt. Ich weiß nicht, ob es mich mit ihm verbindet, da bin ich vorsichtig geworden, seit seinen zynischen Bemerkungen mir gegenüber. Gut. Danke sehr. Nur zur Erklärung, ich finde es wirklich spannend, was ich auf EU-Ebene tut. Ich weiß schon, wir sind hier in Österreich und es geht jetzt um österreichische Demokratie und Parteienlandschaft, aber ich glaube, diesen europäischen Blickwinkel, den uns gerade der Herr Neisser und auch die Frau Rickmann geben kann, einfach wirklich spannend ist, weil da können wir mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, ob das also funktioniert bei uns oder ob wir richtig liegen. Ich würde jetzt ganz gern, gibt es Fragen, Anmerkungen, Beschwerden? Wie gehst du durch? Oder? Also was mich interessiert, wir sind uns einig, also ich glaube, hier Konsens allgemeiner darüber herrscht, dass es eine repräsentative Demokratie geben sollte, dass die auch was Gescheites ist, mit plebiszitären Elementen. Für mich stellt sich angesichts der Tatsache, dass wir nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa mit sinkenden Wählerzahlen zu tun haben, die Frage der Legitimität. Es wird uns immer gerne die Schweiz so als leuchtendes Vorbild vor Augen gehalten, aber die stimmen über alles ab und deswegen gibt es dann auch den großen Konsens dort in vielen Dingen. Das Problem, das ich immer hatte mit den Volksabstimmungen in der Schweiz,
war das, dass in sehr vielen Fällen ein Drittel der Leute teilgenommen hat. Und von denen hat dann die Hälfte gestimmt für ein Anliegen. Und das fand ich eigentlich als Grundlage von politischer Legitimität nicht ausreichend. Und die Verbindung von europäischen Volksbegehren, die Verbindung von plebiszitären Elementen in der Politik, sozusagen als Ersatz für Wahlen. Also kommt es mir ein bisschen vor, wer zu den Wahlen will keiner mehr hingehen, weil das Angebot so unattraktiv ist. Also lassen wir die Leute doch gleich abstimmen über, ich weiß nicht, die U-Bahn in der Nacht fort oder was auch immer es könnte, ob wir ein Bundesheer brauchen, das wird so gefragt und nicht abgestimmt. Aber machst du das? Ist es wirklich so, dass diese direkte Bürgerbeteiligung, diese Möglichkeit der Bürgerbeteiligung wirklich zu einer Beteiligung der Bürger führt? Oder schafft das nur ein paar Frustrierte an die Wahlurnen, die noch nicht ganz anfressen sind, die sich aber dann erst recht wieder sparen, bei den nächsten Parlamentswahlen hinzugehen und damit den Fransen, sage ich einmal, an den Rändern das Feld überlassen. Wir sammeln jetzt einmal ein paar Fragen und Sie waren der Nächste. Ich möchte zunächst einmal in den Raum stellen, eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, das möchte ich noch einmal auch öffentlich einmal gesagt haben. Die Demokratie ist etwas, was uns gebracht hat, etwas, was wir uns immer gewünscht haben, was die Menschheit immer gewünscht hat. Nämlich, um mit Emanuel Todd zu sprechen, es haben noch nie zwei Demokratien gegeneinander Krieg geführt. Zeige man mir ein Beispiel, dass zwei Demokratien gegeneinander Krieg geführt haben. Das heißt nicht, dass Demokratien keine Kriege führen, aber zwei gegeneinander, das hat es noch nicht gegeben. Ich glaube, dass diese Sache eine der wesentlichen, eines der wesentlichen Dinge ist, die wir jetzt, wenn wir über mehr Demokratie reden, über partizipative Demokratie reden, über eine neue Form der Teilhabe am demokratischen Prozess, müssen wir uns überlegen, ob diese Tatsache, dass nämlich wenn Völker demokratisch regiert werden, gegeneinander nicht Krieg führen, ob wir nicht vielleicht das jetzt übertragen können ins Innere. Warum haben wir in unserem Inneren, also im Innenverhältnis der Staaten, plötzlich Gruppen, die gegeneinander antreten? Wir haben den Islamhass, wir haben den Ausländerhass. Wir haben in Ungarn, das wurde schon erwähnt, wir haben in Ungarn Entwicklungen, die undemokratisch werden, wo Bevölkerungsgruppen gegeneinander antreten, die Armen gegen die Reichen ist. Hier muss eine Reichensteuer her, hier sollen die Leute arbeiten, gezwungen werden, Hartz IV etc. Ich glaube, dass wir für die Verbesserung unserer Demokratie und für das Erhalten dessen, was diese Demokratie uns gebracht haben, ein Betriebssystem brauchen. Dieses neue Betriebssystem besteht aus der Tatsache, dass wir heute alle vernetzt sind, dass wir heute Werkzeuge in der Hand haben, mit denen wir voneinander viel mehr wissen. Denken wir an Facebook. Dass wir mit diesen Hilfsmitteln in der Politik nicht umgehen können. Niemand kann das. Es gibt keine Strukturen, die das, was wir eigentlich könnten, nämlich die Teilhabe aneinander, umzusetzen in Politik, das haben wir nicht. Und das gilt es zu suchen. Und das ist vielleicht etwas, was der Johannes Bogenhofer gesagt hat. Wo ist jetzt dieser fünfte Punkt, diese fünfte Bewegung, ja, nach den Grünen, nach der Umwelt? Das ist möglicherweise diese Vernetzung, diese Tatsache, dass die Menschen aneinander teilhaben heute. Ja. Das geht weltweit, aber es geht vor allem auch in unseren Ländern. Ich möchte das mal zur Diskussion stellen, inwieweit dies nicht ein genau in diese Richtung geben, ist mein Problem. Okay, das beantwortet das. Ich möchte an die Herrschaften die Frage stellen, das Runterschwingen der Politik, wie weit hängt das damit zusammen, dass die Politik der Finanzwirtschaft und so weiter so viel Macht überlassen hat? Okay. Da ist
Ja, ja, du. Ich würde jetzt einmal 5 sammeln, dann machen wir Antwortrunde und dann sammeln wir wieder 5. Ich glaube, ich möchte noch gerne in der zweiten Runde hören, auch dass es der emotionale, positive Ausblick dann vom Reisvorruf. Also ich möchte die zweite Runde noch hören. Wer war noch? Vorher noch eine Frage. Kommt noch eine Runde, wo das Programm von Mein Ö näher vorgestellt wird? Weil dann würde ich noch starten mit meiner. Kann man noch machen, oder? Machen wir jetzt einmal die Antwortrunde. Ja, gerne. Ja, Sie ganz hinten. Ja. Es freut mich sehr, dass wir noch über Demokratie und Parteien reden können, aber ich könnte mir vorstellen, das kann sich sehr schnell ändern. Und was ich eigentlich nicht verstehe, dass die beiden großen Parteien nicht imstande waren, unsere Gesellschaft zu reformieren, sie dem Zeitgeist näher zu bringen, demokratischer zu werden, am Volk gerechter zu werden, das haben beide großen Parteien nicht geschafft. Und ich möchte ein bisschen zurückgreifen, was war nach dem Krieg, war die ÖVP der große Chef, dann, weil sie eben auch nicht reformiert haben, dann ist Kreisky gekommen und mit den Sozialisten war auch nicht alles gut, dann sind die Grünen gekommen und die Grünen sind halt auch einmal blass und einmal giftgrün und immer zur falschen Zeit. Und darum treten sie auf der Stelle und sie kommen eigentlich nicht vom Fleck. Und wenn ich mir einen Haider nehme, der mit Populismus zu 20% gekommen ist und Sie hätten mit den fundamentalen Umwelt- und Ökoproblemen mehr erreichen müssen, dann frage ich mich halt, da habt ihr halt auch versagt. Herr Vogthofer, wir stehen heute mitten im Öko-Crash, wir stehen mitten im Finanzcrash und der ökonomische Crash, der kommt ja erst. Es kommt sicher kein Aufschwung, der Abschwung kommt ja erst. Und wir werden bald 300.000, 400.000 Arbeitslose haben. Und was dann sein wird, das möchte ich eigentlich gar nicht interpretieren. Und wenn ich überlege, China hat heute sicher die beste Mischung zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und es kann weder Kapitalismus urleben noch den Kommunismus. Ne? Ja, also der, ich glaube, der Herr Voggenhuber hat die Frage verstanden und wird sie dann beantworten. Okay? Ja? Dann noch die. Darf ich noch anzupfen? Ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben, keine Freiheit und auch keine Demokratie. Das möchte ich auch nicht. Gut. Sie noch? Ja, nein, ganz kurz, ich wollte nur seitens der Wissenschaft noch eine kleine Klärung einbringen, gerade was die Frage zur Europäischen Bürgerinitiative und so weiter anbelangt. Also wir haben es jetzt seit dem 1. April 2012, dass Unionsbürgerinnen überhaupt die Möglichkeit haben, die Kommission aufzufordern, im Rahmen ihrer Kompetenzen tätig zu werden. Und das ist eigentlich ein ziemlich zahnloses oder leider ein ziemlich zahnloses Instrument geworden, das man noch hätte anders gestalten können. Wenn man sich jetzt, also man kann jetzt nach einem Jahr wirklich dann am 31. März wirklich sagen, was dabei rausgekommen ist, weil es einfach eine 12-monatige Frist gibt, Stimmen zu sammeln. Also man kann das jetzt vielleicht Zwischenresümees ziehen und die sind nicht so berauschend. Also die Kommission hat das offenbar ziemlich klein gehalten, weil sie vielleicht Angst gehabt hat, sie wird dann überrannt von Initiativen und Begehren, was aber nicht geschehen ist, weil das Instrument sehr zahnlos ist. Und dann vielleicht noch eine kleine Anmerkung auch zur Schweiz. Würden Sie sagen, warum es zahnlos ist? Ja, weil es in vielen Bereichen, die gerade Bürgerinnen und Bürgern offensichtlich brennen, unter den Fingernägeln, gar keine Möglichkeit gibt, hier tätig zu werden und schon gar nicht irgendetwas wirklich einzuleiten. Es gibt nicht die Möglichkeit, wirklich eine Gesetzesinitiative einzuleiten, sondern man darf die Kommission bitten, sie möge doch so nett sein, wenn es ihr genehm ist, dann auch da tätig zu werden. Ja, das ist eher auch die Position, die Sie vertreten haben, Herr Neisser. Ja. Also, und das wurde schon. Bin ich zwar nicht wirklich mit der Meinung, bin ich nicht. Okay, gut, das heißt, du möchtest da dann noch drauf gehen. Ja. Okay, gut. Dann möchte ich jetzt mal anfangen mit der Feedback-Runde Legitimität der Demokratie. Da hat es auch klar. Also,
sinkende Wahlbeteiligung ist natürlich ein Problem und ein Zeichen für etwas. Ja, und vermutlich ist die Tatsache, dass Wahlen wenig Differenz hervorbringen, ein Motiv für sinkende Wahlbeteiligung. Ob man allerdings daraus schließen kann, dass einer bestimmten Entscheidung keine Legitimität zukommt, würde ich wiederum in Frage stellen. Weil es gibt ja auch Staaten, in denen Volksbegehren oder Abstimmungen an ein Quorum gebunden sind von 50%. Ja? Jetzt kann man sagen, ist das besser oder schlechter als 30% Wahlbeteiligung? Also ich würde das Instrument messen an den Bedingungen, unter denen es stattfindet, also auch den rechtlichen Bedingungen. Und wenn es keine Quoren gibt, dann ist das, was herauskommt, auch legitim. Da macht dann, was weiß ich, 5% mehr oder weniger nicht wirklich den Unterschied. Es gibt in der Schweiz aber auch sozusagen eine lange Tradition dieses Instruments, das allgemeine Akzeptanz hat. Man akzeptiert ja auch das Ergebnis, das herauskommt. Und ist damit zufrieden. Also wenn man die 30% für problematisch hielte, hätte man vermutlich schon längst ein Volksbegehren gemacht, indem man die Quoren erhöht. Ja? Also das sehe ich nicht ganz so dramatisch, weil es gibt ja auch, was weiß ich, amerikanische Wahlen, wo nicht mehr als 30% Turnout zu registrieren ist. Oder wir sind bei den europäischen Wahlen jetzt unter 50% Wahlbeteiligung. Das würde ich nicht ganz so in Frage stellen, aber es ist als Zeichen ernst zu nehmen, dass einfach weniger und weniger Menschen sich an Wahlprozessen beteiligen. Und ich bin immer wieder fasziniert, wenn man sich junge Demokratien anschaut, ja? Etwa in Afrika habe ich neulich einen schönen Beitrag zu Ghana gesehen, ja? Unter welchem unglaublichen Aufwand die Menschen sich an die Wahlurnen begeben und dort ausharren und auch gegen Manipulation aufstehen. Also wo man einfach das Gefühl hat, hier wird etwas errungen, was man für wichtig hält. Und das ist bei uns sozusagen, ja, weniger und weniger geworden. Aber auch da, es gibt Unterschiede. Es ist interessant zu sehen, wie manchmal die Wahlbeteiligung auch sehr stark wieder ansteigt. Also es hat auch mit den Wahlkämpfen und dem Angebot zu tun. Und daher würde ich das nicht für das größte Problem halten, das wir haben. Ich würde gerne einen Satz zu Joe Denglers Einwand oder warum gibt es Streit in der Demokratie? Da will ich sagen, also Demokratie ist die einzige Herrschaftsform, in der Streit per Definitionen Teil des Geschäfts ist. Ja? Also die Auseinandersetzung, die Kontroverse ist ja nur in der Demokratie wirklich möglich. Daher würde ich das auch nicht so dramatisch sehen. Und die Tatsache, dass wir es mit einer zum Teil höchst fragwürdigen Opposition zu tun haben, etwa die von dir genannten Beispiele des Hasses zwischen Arm und Reich, zwischen ethnischen Gruppen etc. Da ist natürlich zu sagen, dass Demokratie ja nicht ein Mehrheitsverfahren ist, sondern es ist ein grundrechtegebundenes Mehrheitsverfahren. Und dass diese Opposition entsteht oder dieser Kampf entsteht, liegt in der Natur der Sache, hat aber dort seine Grenzen, wo Grundrechte verletzt werden. Aber ich würde nicht den Streit als solchen in Frage stellen. Dann bleiben wir gleich bei dieser Frage. Also beim Herrn Dengler, der hat dich direkt angesprochen zum Thema neue Betriebssysteme. Also Joe Denglers hat zuerst einmal auf die Friedensmächtigkeit von Demokratie verwiesen, auch wenn man jetzt darüber streiten könnte, ob das die Behauptung, dass es nie Kriege gab, wahrscheinlich darüber könnte man streiten. Der Falklandkrieg war mindestens einer zwischen zwei Demokratien, aber nehmen wir ihn Scharmützel. Ja, gut, dann können wir aber, wenn wir dann sind wir nur mehr bei uns und wir haben nicht Kriege geführt, okay. Das war ja auch wahrscheinlich nicht das Thema. Ich denke, es ist ein ganz richtiger Gesichtspunkt.
Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich heute irgendwie erschüttert war zu hören, dass 52 Nobelpreisträger protestiert haben dagegen, dass die Europäische Union einen Friedensnobelpreis bekommt. Das ist auch ein Thema von Friedensmächtigkeit und natürlich gibt es viel daran zu kritisieren und natürlich ist Europa involviert in Interessenssphären auf der ganzen Welt und nicht überall möchte ich, dass das Spiel aufgedeckt wird. Überall wird es nicht als gerecht erkannt werden, ohne jeden Zweifel. Aber dass da auch ein großes Friedenswerk passiert ist mit einem 60-jährigen Frieden, glaube ich, ist auch nicht zu bestreiten. Aber ich meine, eine entscheidende Frage ist, ja, und die Vernetzung. Ja, ich denke schon, dass sich ein neuer Horizont auftut der Beteiligung mit Gefahren und mit Chancen. Ja. Also manchmal, wenn ich gerade im Zusammenhang mit der direkten Demokratie das Internet apostrophiert höre, wird mir ganz anders. Ich war auch damals in diese Entstehung des Demokratiebegehrens als Vizepräsident des Verfassungsausschusses involviert. Ich muss sagen, mir gruselt es schon manchmal vor der Vorstellung, dass Gesetzesinitiativen per Internetknopfdruck, Demokratie, Stimmungsdemokratie, alles, was zur Entwicklung der repräsentativen, der parlamentarischen Demokratie geführt hat, eigentlich hier einer Flut von unmittelbarer, akuter Augenblicksreaktion geopfert wird. Für mich war, und da war ich vorsichtiger als manche, zum Beispiel aus der Linken in Deutschland, dass eine Gesetzesinitiative auch ein Akt sein soll. Der Mensch tritt hervor aus einer Masse, aus einer Menge und trifft eine politische Entscheidung. Das ist ein staatsbürgerlicher Akt von höchsten Graden. Er soll das nicht um 3 Uhr nachts in einem Internetformular machen. Ich möchte, dass er hervortritt, sonst können wir die Wahl auch in den Computer verlegen, wäre eh vieles billiger. Aber da hat man viel republikanisches Bewusstsein verloren, wenn man das nicht mehr weiß. Dann ist es nicht mehr weit, dass nach einem grauslichen Kindesmord über die Todesstrafe im Internet abgestimmt wird. Diese Aspekte zumindest würde ich gerne genau prüfen. Für mich ist das, wenn der Bürger als Gesetzgeber auftritt und auch eine Initiative ist ein Akt der Gesetzgebung, direkt, der Souverän, dass er auch als solcher auftritt und nicht beim Glasl Wein der Herr Mayer auf die Tasten haut. Und nur, ich sage es jetzt polemisch, nur mal ein Problem anzuzünden. Das Alkoholverbot ist aufgehoben. Bitte? Oder? Früher gab es das Alkoholverbot. Ja, das ist... kann ich mich nur erinnern. Ja? Das mit der europäischen Demokratie ist eines. Danke für diese Brücke. Aber ich möchte es nur zuerst beginnen mit dem Demokratie. Das verstehe ich überhaupt nicht. Diese Kritik verstehe ich einfach nicht. Weil es überhaupt noch kein Material gibt, das zu prüfen. Es ist noch nicht einmal ein Dreivierteljahr überhaupt im Gang. Und es ist ein Volksbegehren, auch wenn es Bürgerinitiative heißt, ist es nach dem englischen Sinn des Wortes ein Volksbegehren. Wir missverstehen das. Das Volksbegehren hat auch keinen zwingenden Charakter auf das Parlament. Natürlich nicht. Das Initiativrecht hat nun einmal die Kommission. Daher ist es an die Kommission gerichtet. Dass es keine Verfassungsänderungen beinhaltet, hat mit der Natur der Union zu tun, mit 27 Staaten, die heute nicht von einer Bürgerinitiative von 7 Staaten oder 9 Staaten in ihrer Verfassung verändert werden können, die noch dazu nur einstimmig geändert werden kann. Also was da hier jetzt nun die Schwäche sein soll, weiß ich nicht. Jetzt sage ich aber eines. Ich sage es deshalb am Anfang, ich verstehe auch, dass man skeptisch sein kann oder dass man sich in den Ausführungsgesetzen was anderes gewünscht hat. Ich war aber auch der Meinung, dass die 7 Staaten sind es jetzt, glaube ich, am Ende, die das machen müssen. Manche haben verlangt 2 oder 3. Das würde eine Regionalisierung bedeuten. Dann haben wir wieder die nordische Einheit und die Mittelmeerstaaten gegen die anderen. Ich glaube schon, dass es einen europäischen Charakter haben soll. Alle diese Dinge mögen an manchen Punkten restriktiv wirken, aber wenn man offenlegt, worum es geht, dann glaube ich, kann man schon klären, dass es nicht um die Partikularisierung Europas geht, sondern um den Zusammenhalt und dass es nicht darum geht, eine Inflationierung dieses Instruments. Ich möchte aber eines sage ich mit voller Überzeugung meiner Erfahrung und ohne jeden Rückhalt. Ich habe erlebt, wie wir sind traumatisiert von der österreichischen Behandlung von Volksbegehren. Und jetzt sage ich Ihnen einmal, das hat mit der Behandlung in Europa nicht das Allergeringste zu tun. 37 Volksbegehren sind bisher gemacht worden, mit Ach und Krach sind zwar Viertel
umgesetzt worden. Alles andere ist in der Schublade verschwunden. Und jetzt sagen Sie mir bitte auch einen Appell an die Politologen, wie viele Petitionen, wozu es eigene Ausschüsse, eigene parlamentarische Verfahren gibt, also genau genommen mittelalterlich genau übersetzt, Bittschriften, ja, Begehren von Bürgern ohne große Auflagen, zu Gesetzen wurden in Europa, wo es einen eigenen Ausschuss, ein eigenes monatelanges Verfahren mit Hearings und allem drum und dran gibt. Also wenn in Österreich jemals ein Volksbegehren so behandelt würde, wie eine bloße Petition in Europa, hätten wir eine Revolution. So, nun kommt das Volksbegehren. Ja, keine Verfassungsänderung. Ich glaube, das war zum Beispiel der Punkt, wo ich gekämpft hätte, dass es zur Verfassungsänderung eine Bürgerinitiative zum Parlament hingibt. Weil das Parlament ein Initiativrecht für einen Konvent hat und ich würde das sogar sozusagen schwarz machen. Ich würde es gerne mal probieren, was passiert, wenn eine europäische Bürgerinitiative eine Verfassungsänderung dem Parlament vorträgt. Das Dumme daran ist nur, das würde das Parlament auch machen, dass die Mitgliedstaaten die Durchführung verweigern und daher das nicht geschehen kann. An sich ist es nicht einsehbar, warum die europäischen Bürgerinnen und Bürger zu den Verträgen, Verfassung ist ja praktisch alles, zu den Verträgen und nicht nur zu den konkreten Politiken keine Änderungen durchführen können. Das ist ein Manko, aber das kann man ganz genau bestimmen. Ich würde aber sagen, da ist Hoffnung, ja, und ich rechne mir sehr, sehr enorme politische Bewegungen in der Zukunft durch dieses Instrument aus. Das Parlament ist ungeheuer hellhörig, ist ein unglaublicher Anwalt dieser Sache. Es wird die Kommission, und wenn es sein muss, entlassen, wenn es eine große europäische Bürgerinitiative ist, die das Parlament überzeugt. Viel Bürokratie mag alles noch sein, aber nichts gegen Österreich. Wir haben gerade eins gemacht. Ich kann nur sagen, auch das wäre eine Revolution, wenn wir es so machen. Also auf das Volksbegehren gehen wir dann in der zweiten Runde ein. Darf ich nur noch also zu dem einen Komplex ganz kurz zu sagen. Natürlich, also um auch noch, ja, ist schwierig das mit der Hoffnung und dem, wir sind noch nicht dort, weil der heutige Tag ist... Das machen wir dann in der zweiten Runde mit dem Volksbegehren, weil es ist alles so positiv und Hoffnung und dann geschehen sich die Leute. Das wird schön. Und du willst verhindern, dass ich jetzt noch was Düsteres sage? Nein, es gab noch eine ganz konkrete Frage, ich muss jetzt leider unterbrechen, ich höre dich auch wahnsinnig gern reden, aber wir sind ein bisschen mit der Zeit knapp. Es gab noch eine konkrete Frage an dich, bezüglich der Grünen. Die Haider-Frage, dass der Haider mit dem Populismus alles zugedeckt hat und die Grünen irgendwie versagt hätten. Wie siehst du das? Mein Gott, nein, ich glaube, das ist die kleine Münze von Politik, dass in einer kritischen Situation, und das war sie auch schon seit 1989, dass das mehr die Stunde der Demagogen ist und mehr derer, die die Ängste schüren, als die, die sie zerstreuen und die mehr die Hoffnungen in die Welt werfen, als sie zu begründen, und dass Aufklärungsarbeit und rationale Politik ein völlig anderes Feld ist als Schaumschlagen und Hysterien und die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Was war denn das? Ja? Ein gewaltiger Verteilungskampf aus Angst vor der Globalisierung. Die Anständigen und Tüchtigen, und das sind jeweils wir natürlich, ja, gegen, und das waren ja nicht nur Minderheiten, das waren die Jungen, das waren die Intellektuellen, die Künstler, die jungen Arbeitslosen, die was immer auch, ja, die Intellektuellen, die Studenten, alles, was nicht zur Kärntner Vorstellung von Anständigkeit und Tüchtigkeit gehört, die aber jetzt eh offen in Konkurs geht. Und dagegen ist natürlich, haben die Grünen tatsächlich versucht, das Bewusstsein zu verändern, die Gesellschaft zu verändern, Erkenntnisse im öffentlichen Diskurs durchzusetzen und nicht einfach nur nach dem Mund zu reden und Drogen zu verteilen oder Hunderter an der Landtagstreppe. Dass das eine völlig andere Arbeit ist, nämlich das Bohren dicker Bretter, das haben wir dann alle gemeinsam, ja, und nicht das Anzünden von Schnapsfässern,
Das ist und sehr gut. Ja. Schönes Beispiel. Gut. Okay. Dann gab es noch eine Frage, die Macht der Finanzwirtschaft, ob die Politik nicht der Finanzwirtschaft zu viel Macht gelassen hat. Und diese Frage würde ich ganz gern von Ihnen beantworten lassen, dass Sie ja immer... Nein, nicht, weil bei der Finanzwirtschaft... Nein, weil Sie so lange im Zentrum der Macht waren. Ach so, ja, aber das war anders. Muss man schon sagen. Zentrum der Macht ist die Finanzmacht. Nein, aber ich habe die Frage schon registriert. Ich wollte Ihnen ein Buch als Antwort geben, zur Lektüre empfehlen. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen Colin Crouch kennen. Ja, das ist ein Politiker. Kennen Sie das absonderliche Überleben des Neokapitalismus? Ja. Ich habe jetzt gerade eine Buchbesprechung von dem Buch. Und das ist so, der bringt ja das, analysiert das wunderbar als Politologe, aber Ökonom hochgradiger. Und der schreibt natürlich, das ist das Bekenntnis zum Markt. Die Übersteigerung, die Sakralisierung des Marktes hat dazu geführt, dass die Politik verschwunden ist eigentlich. Der Markt bestimmt das alles und alle Tendenzen und Diskussionen, die heute stattfinden, auch im Zusammenhang ganz konkret mit der Bekämpfung der Eurokrise, laufen eigentlich in die Richtung hin, die Politik wieder einzubringen und zurückzuführen. Das halte ich für ganz wichtig. Ich kann diese Analyse des Crouch nichts hinzufügen, dies treffen. Wobei auch hier die Intransparenz eine unglaubliche Rolle spielt. Wissen Sie, wir diskutieren Brüssel-Entscheidungen, jeder weiß, wie die Entscheidungsstrukturen sind, wer dafür zuständig ist. Es weiß keiner, welchen Einfluss diese Großkonzerne im Wege eines Lobbyismus haben, den sie zwar als System auch beschreiben können, den sie aber in seiner Wirksamkeit und in seiner konkreten Einflussmöglichkeit gar nicht identifizieren können. Nicht? Das sind, wir wissen nicht einmal, wie viel Lobbyorganisationen existieren und auf welchen Ebenen das stattfindet. Aber das ist wirklich das Problem. Der Befund, dass die Großkonzerne eigentlich in weiten Bereichen in Brüssel die Macht übernommen haben, der ist nicht zu bestreiten. Es ist nur die Frage, wie man die Politik wieder einbringen kann. Können Sie den freien Markt regulieren, in dem Sinne, dass die Politik eine stärkere Rolle wahrnimmt? Das versucht man anhand von konkreten Vorschlägen im Zusammenhang mit der Eurokrise. Der Barroso hat ja da einiges auf den Tisch gelegt. Ich möchte nur eins sagen, ich teile das auch, was der Johannes Fuggenhuber gesagt hat. Ich sehe diese Europäische Bürgerinitiative als Einrichtung sehr positiv. Ich glaube, man kann die Dinge auch nicht gleich nach dem ersten Erfolg oder Misserfolg beurteilen, sondern wenn sie da möglich ist, eine neue Atmosphäre des Wissens, ich kann was tun und ich will was tun, ich will mitbestimmen tun, ist es ganz wichtig. Was ich allerdings glaube, ist, dass die einzelnen Staaten selbst auch ihre demokratischen Mitbestimmungssysteme in der EU-Politik verbessern würden. Ich meine, es ist für Österreich völlig unmöglich, wenn wir bei jeder Vertragsdiskussion eine Diskussion führen, ob das Volk befragt werden muss oder nicht, weil man nicht klar ist, ob das eine Gesamtänderung der Volksabstimmung ist oder nicht. Dort ist es nämlich obligatorisch. Wenn Sie diesen Zirkus einige Jahre führen, das ist eine Debatte für Juristen, die Publikationsorgane der Juristen quellen über. Das sind Beschäftigungstherapien zum Großteil, die hier stattfinden. Aber das bringt Ihnen in der Praxis überhaupt nicht. Man wird das Problem einmal lösen müssen. Und die kann man wirklich vorstellen, wir kommen nicht darum hinweg, auch die Referendumsdemokratie im europäischen Bereich innerhalb der Nationalstaaten, also der einzelnen Mitgliedstaaten, irgendwo zu etablieren. Das ist risikohaft, weil Sie können beim Referendum halt nicht voraussagen, wie es ausgeht. Das hat die Frage der Beteiligung, der Höhe und so weiter, werden ja auch die Quoren diskutiert und dieses Legitimationsproblem, glaube ich, damit nicht zu lösen, aber man hat es zumindest erkannt. Also die ganze Geschichte, da wird man sich viel einfallen lassen. Es ist übrigens hochinteressant, ich habe es das erste Mal gelesen, schon vor 15 oder 20 Jahren, die ersten, die sich über Euro-Referenten und Euro-Initiativen Gedanken gemacht haben, waren Schweizer Parteien. Lang, die haben im Jahr 92 einen Beitrittsantrag eingebracht, der ist dann schubladiert worden. Jetzt haben wir ja das bilaterale System mit der Schweiz. Aber die haben sich Gedanken gemacht, für diesen Politikbereich eigene Legitimationsinstrumente zu schaffen. Also wir kommen um die Frage nicht hinweg. Aber, und es wurde ja noch eine Frage gestellt, warum ist die politische Reformkraft der Parteien erlahmt? Ja, das ist ein Problem einer Banalisierung, vor allem zwischen den beiden früheren großen Parteien. Das ist gar keine Frage, ein intellektuelles Problem. Sie interessieren sich nicht mehr dafür. Sie haben die Nachdenkprozesse eingestellt in weiten Bereichen.
sind nur mehr angewiesen auf Gutachten, die von außen kommen. Nicht? Und das zweite ist ein Sensibilisierungsproblem, weil sie die Sensibilität verloren haben, was eigentlich das zentrale Problem ist, das man angehen muss. Und das können sie nur mit besten Postgraduate-Studien nicht erreichen. Ich werde ja oft gefragt heute, was ist der Unterschied zwischen früh und heute? Ja, das ist schwer zu sagen. Die Leute waren früh wahrscheinlich weniger gebildet, sie sind heute alle übergebildet, haben Zusatzstudium und was Gott was alles, aber politisch gescheiter sind sie nicht, weil ihnen die Sensibilität fehlt. So, machen wir jetzt noch eine Publikumsrunde und dann. Was? Ja. Machen wir noch eine Publikumsrunde. Was? Und dann machen wir meine. Okay, Sie waren als erstes. Kannst du noch sagen, mein Name, Volksgesetzgebung jetzt, Initiative zur Einführung der dreistufigen Volksgesetzgebung in Österreich und in Deutschland. Es ist jetzt überhaupt gesprochen worden über die Referendumsdemokratie. Es ist ja überhaupt das große Problem, was wir überhaupt haben, das philosophische und das Willensproblem, dass jedes Mal, wenn wir wählen gehen, unseren Willen abgeben, uns bewusst einen Vormund auswählen und dann 4 oder 5 Jahre nicht eingreifen können ins Geschehen. Deswegen ist die direkte Demokratie im Sinne der dreistufigen Volksgesetzgebung unabdingbar für eine Gesundung der Demokratie europaweit, würde ich sagen, sogar weltweit. Was ist die Frage? Die Frage ist, wieso ich könnte eigentlich jetzt sagen, die Initiative mal Österreich sich in Punkt 2 einsetzt für mehr direkte Demokratie, da aber nicht wirklich konsequent die Sache zu Ende trägt. Also ich könnte sagen, wohlwollend, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich weiß, dass einige Menschen in dieser Organisation, in dieser Initiative die anderen Projekte kennen und weswegen das eigentlich, ich frage mal provokant, ignoriert wird. Dass es da eigentlich gediegenere Vorschläge zur Ausgestaltung der Volksgesetzgebung. Ja, das machen wir dann in der Schlussrunde, wenn die Herrschaften mein OE noch vorstellen. Sie waren zuerst. Ich? Ja, Sie. Dem Thema des heutigen Abends folgend hat logischerweise die Diskussion jetzt einen sehr formalen Charakter. Ja? Ich frage mich, ist es so klar, ob das die Parteien in der Krise sind, oder kann es doch sein, dass der Inhalt, der in Parteien vertreten wird, dass da die Krise besteht? Ja? Das wird häufig ein Epiphänomen diskutiert. Ja? Um die tierische Metaphorik heranzuziehen, ja, wenn irgendein Tier ausstirbt, ja, ist dann die Evolution in der Krise oder das spezielle Tier, das ausstirbt. Und wenn nämlich das eine Tier halt ausstirbt, kommt halt ein neues nach. Da kann man sich auf die Biologie verlassen. Ja. Das ist, oder in der Biologie, die dafür sorgt, dass ein neues Tier nachkommt, sollten halt dann neue Parteien nachkommen. Danke. Ja, sehr gut. Über ganz simple Frage. Die Frage der Transnationalität ist schon angeschnitten worden. Wir haben auch sehr viel über Europa schon geredet. Wieso heißt mein Öl? Schau, das sind die ganzen schönen Fragen, die man dann in der Schlussrunde nämlich verpacken kann. Nein, ich habe keine Witz zu dir. Die haben das in Salzburg verpasst. Noch eine Ergänzung zur Thematik Lobbyismus in der EU gebracht. Wenn schon die Frau Merkel den Herrn Ackermann befragt, was denn als Regulierung möglich wäre, dann darf man gar nicht so weit zurückgehen, die Regulatorien oder die Lobbyisten zu hinterfragen. Das Zweite ist aber, ich würde auch gern zurückkommen zu Österreich. Ich bin der Meinung, es ist Gefahr im Verzug. Und zwar wundert es mich überhaupt nicht, dass erstens einmal die Wahlbeteiligung zurückgeht, dass auch Junge, auch wenn sie interessiert sind, noch weniger zur Wahl gehen, weil sie einfach in ihrem ganzen Frust, und da gibt es genug, also ich höre das rundum, in ihrem Frust irgendwo nicht mehr wissen, was kann ich jetzt tun. Nicht hingehen zur Wahl ist einfach, aber ist das Schlechteste, was man tun kann, das darf man gar nicht diskutieren. Das heißt, wir hoffen auf solche Initiativen, aber, und das ist jetzt meine Frage, erwarten wir, dass die formal momentan darüber entscheiden werden oder wahrscheinlich nicht entscheiden werden, dass die uns helfen, dass das dann eingeführt werden kann, dass wir wirklich unsere
formal von uns gewählten Volksvertreter nach 4 Jahren oder 5 Jahren oder was auch immer in Zukunft sein wird, dann zur Rechenschaft ziehen können werden oder vielleicht auch schon vorher, dass wir sie überhaupt kennen. Meine Befürchtung ist, es ist wunderbar, aber es wird sozusagen vorweg abgeschmettert, bevor das wirklich greifen kann. Ich hoffe dann auf die optimistische Schlussrunde, aber momentan bin ich etwas unsicher, ob das überhaupt greifen kann. Ich hoffe es sehr. Oder müssen wir als Alternative eine Partei gründen, die dann eben so viele Stimmen auf sich vereinigt und dann das im positiven Sinn erledigen kann, was wir eigentlich von den jetzigen Parteien nicht wirklich erhoffen können. Danke sehr. Ich würde gerne meine Frage direkt hier anschließen, aber zuerst diese zweite Runde einleiten, weil es eigentlich besser dann nachher gefragt wird. Okay, ich habe mir gedacht, ich sammle die Fragen und die Herrschaften können dann in der zweiten Runde darauf eingehen. Ich habe eine konkrete Frage jenseits von der Parteihoffnungen, weil also das Verhältnis von Finanz und Politik angesprochen wurde. Ich möchte gerne wissen, wie die Herren am Tisch also sehen. Die Tatsache, dass eine Großdemonstration diese Woche Freitag ab 14 Uhr mit vielen Rednern und so vor dem Parlament angekündigt ist, aus Anlass der Übergabe einer Petition, wo es darum geht, und die Demonstration hat den Artikel, um jetzt kurz zu machen, Bürgerrecht statt Bankenrecht. Und weiteres kann man sich sozusagen aus dem Internet zum Beispiel holen, die von der Schremser Waldwirt oder Schuhfabrik, nicht nur Herrn Staudinger als Unternehmer. Aber das ist eine konkrete Sache, weil gesprochen wurde sehr erfahrungsgesättigt, wie schwer es ist, Demokratie zu organisieren. Und das wäre eine konkrete Sache an der Schnittstelle zwischen also, Bürgern und einer Einrichtung der Republik. Sehr schön, aber was ist die Frage? Ja, wie sich die Herren also, dazu stellen. Ja, also ich meine, zu einem konkreten Vorschlag, der Ende der Woche also stattfindet mit einer Petitionsübergabe aus Anlass mit dem Thema Bürgerrecht statt Bankenrecht. Okay. Aber was ist der Inhalt, diese private Geldvergabe durch... Der Konflikt von einem Unternehmen, ja, der okay. also, ich weiß schon. Ja. Von Kunden und Freunden Geld sich ausgeborgt hat, das auch wiederum zurückzahlt und die Einrichtung Finanzmarktaufsicht rückt ihm ans Feld mit dem Vorwurf, ob er nicht ein illegales Marktgeschäft betreibt. Mhm. Also das ist der Anlass. Das ist ein Konflikt, den es also schon länger gibt. Angeblich hat sogar, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der Wirtschaftskammerpräsident Leipo und der SPÖ-Nationalabgeordnete Max Netter, die Herren kennen den Fall. Rebell genannten Unternehmer Unterstützung in seiner Konflikt mit der Finanzmarktaufsicht. Also das ist jetzt eine konkrete Petition, die über den Anlassfall einer Waldviertler Schuhfabrik hinaussieht. Ja. Okay. Ja. Ja. Ich wollte eine kurze Frage stellen. Wie kann man in der Österreich und in der EU die Medien- und Pressefreiheit verbessern? Denn Voraussetzung für abstimmende Bürger ist, dass sie überhaupt etwas wissen. Und zwar, wir wissen schon viel, also es gibt auch gute Medien, aber ich denke, dass bestimmte Richtlinien vorgegeben werden. Die Medien schreiben doch mehr oder weniger nach den Agenturen, die es gibt und außerdem muss alles sehr schnell gehen. Und wenn ich mir anschaue, sicher, im Internet ist auch sehr vieles, was nicht stimmt, aber es gibt schon Themen, die, von denen man weiß, und das kann man auch ein bisschen recherchieren, dass die einfach nicht gebracht werden und auch, dass bestimmte politische, weltpolitische Themen, ich sage jetzt mal, ohne das weiter auszuführen, Libyen und Syrien auch nur sehr eng gebracht werden. Mhm. Okay, noch eine Frage und dann kommen wir mal wieder zum Schluss. Wer soll eigentlich die Themen für die direkte Demokratie bestimmen? Teilweise kommt es mir sehr so vor, dass die Politiker hier alle die Erlaubnisse vom Souverän einholen wollen,
Eigentlich sollen ja die Themen der direkten Demokratie aus dem Volk kommen und nicht von oben. Dazu hätte ich keine Stellung. Okay, gut. Hast du die anderen zuerst? Okay, gut. Inhalte in der Krise habe ich mir aufgeschrieben. Nicht die Parteien oder die Parteien sterben aus. Herr Neisser. Ja, der Ruf nach der Gründung neuer Parteien erschallt immer. Ich glaube auch, dass unser System eine Neugründung von Parteien vertragen würde oder sogar notwendig hätte, allerdings in einem etwas anderen Sinn, als es sich wirklich abspielt. Das, was wir jetzt sehen, also sind zum Teil Bewegungen, die sich von vornherein durch ihre völlige Unfähigkeit, sich zu organisieren, präsentieren, wie die Piraten. Eine Partei, die so quasi eine Mischung zwischen geriatrischer Führung und Lächerlichkeit in der Präsentation ist. Die werden kurzfristig Erfolg haben, der Herr Stronach wird, das sind Reflexentscheidungen des Wählerseite, die sind froh, wenn überhaupt einer kommt, der anders ist als die anderen. Das sind alles keine Zukunftslösungen, die sind ephemer, die sind wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen alle weg. Was ich mir wünschen würde, wäre natürlich eine Partei, die vor allem in den Mittelpunkt steht, ihre Fähigkeit, Perspektiven und Problemlösungen für die Zukunft zu präsentieren und zu entwickeln. Das sehe ich nicht. Es gibt viele Gruppierungen in diesem Land, in kleinem Ausmaß, die durchaus vernünftig sind, aber sie brauchen natürlich hier schon dann auch eine gewisse Gewalt. Und ich sehe es nicht. Ich hoffe, dass sich aber die Situation in den nächsten 5 bis 6 Jahren entscheidend ändern wird. Und ich würde mir wünschen, dass wirklich eine Partei kommt, die eine gewisse Attraktivität hätte. Also ich sehe, ich sage es noch einmal, ich sehe in den beiden ehemaligen großen Parteien keine Chance, dass sie sich selbst aus dem Desaster herausziehen. Da fällt ihnen die personelle Ressource, die geistige Ressource und eine Menge. Also das ist, die Stammwählerschaft wird auch immer geringer werden, das geht ja alles schon zurück und wir kommen in eine Fragmentierung hinein, wo sich eines Tages dann natürlich, sie müssen dann anders reagieren, sie haben nicht mehr die Koalitionsstruktur, wo es eine gewisse Berechenbarkeit gibt. Sie müssen halt versuchen, Koalitionen in einem größeren Ausmaß zu bilden, Minderheitenregierungen mit mehreren Parteien. Wir haben ja eine Menge europäische Länder, wo das der politische Alltag ist und dergleichen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist ja mal was Neues. Und eine Chance vielleicht der Flexibilität. Gut, dann gab es noch eine Frage zur Presse- und Medienfreiheit. Ja, dazu ist vielleicht Folgendes zu sagen, je nachdem auch, welches Land man betrachtet, aber... Österreich. Nur Österreich, gut. Mal jetzt zuerst. Gut. Weil sich überall einfach auch die wirtschaftlichen Grundlagen der Medien verändern und damit einerseits ganz neue Beschäftigungsformen entstehen, also Journalisten in höchst prekären Verhältnissen, und das gilt jetzt für Österreich in besonderem Maße, kaum darauf trainiert werden, zu recherchieren und entsprechend zu schreiben. Das ist einmal die eine Geschichte. Das andere ist aber, dass in Österreich die große Nähe der Journalisten und Journalistinnen zur Politik immer ein Problem darstellte. Und ja, das so ein Geben und Nehmen war, wo mir Journalisten immer gesagt haben, auch im ORF, naja, wenn ich nicht so schreibe oder so berichte, dann dringe ich auch nicht mehr in den inneren Kreis vor, wo ich an Informationen herankomme. Also das ist schon auch etwas, was sozusagen aus der Mitte der Medien und Presseorgane heraus zu revolutionieren ist. Aber was ich wirklich feststelle, ist, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten hier das Ganze nicht zum Besten wenden. Aber auch das ist nicht nur eine österreichische Geschichte. Also Berlusconi wäre hier natürlich in besonderem Maße anzuführen. Ich würde gerne noch einen Satz sagen zu diesen, also transformieren sich die Parteien, weil ihre Inhalte sich transformieren und nicht so sehr sie selbst. Also das Beispiel Evolution versus Aussterben eines Tieres. Sie haben
vermutlich in einem Punkt recht, nämlich, also dass sich die Inhalte verändern, sieht man. Ja? Die Frage ist, warum die Parteien mit neuen realen materiellen Gegebenheiten nicht mehr zurande kommen, ihre Reflexionen einstellen. Was wir erleben, sind massive Umverteilungskämpfe und soziale Verwerfungen. Um auch zurückzukommen auf das, was Sie am Anfang gesagt haben, natürlich hat Demokratie auch materielle Grundlagen zur Voraussetzung. Und Gerechtigkeit ist nicht umsonst ein Thema, das wir seit der antiken Demokratie kennen, wo Aristoteles sagt, also ohne eine gewisse Gleichheit, ja, eine zumindest relative Gleichheit unter den Bürgern ist Demokratie nicht möglich. Das, was wir heute erleben, führt in das Gegenteil von Gerechtigkeit und Gleichheit. Und Parteien sind nicht mehr in der Lage, das zu thematisieren und sich dafür entsprechende politische Maßnahmen zu überlegen. Wir haben neulich auf einer Konferenz, sagt mir eine Kollegin, naja, das, worum es jetzt überhaupt geht, ist, dass Parteien folgendes Thema sich zum Hauptinhalt machen, nämlich es gibt nichts mehr zu verteilen. Also Parteien sollten eigentlich thematisieren, dass Bürger und Bürgerinnen ihre Ansprüche einstellen sollen. Ich hielt das für einen unglaublich zynischen Vorschlag einer Politologin. Aber das verknüpft sich auch mit den anderen Themen, die wir schon besprochen haben, nämlich Regulative der Finanzmärkte. Ja? Das Problem ist allerdings, dass Regulative dieser Art sich nicht in einem Land durchsetzen lassen. Und deswegen nehme ich das Plädoyer von meiner ersten Wortmeldung wieder auf. Es muss auch in einem europäischen Kontext geschehen. Und das sehe ich im Augenblick ja, mangelhaft. Das neue Barroso-Papier, das vor zwei Tagen das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, hat hier einige Vorschläge dazu. Ja, wir werden sehen, was daraus resultiert. Also Hoffnung, Prinzip Hoffnung. Ich bin immer von einem energetischen Pessimismus besiegt. Gut, und jetzt kommen wir zum Volksbegehren. Ich hätte da ganz gern auch die Fragen beantwortet, die jetzt gekommen sind. Was die dreistufige Volksgesetzgebung war da enthalten, warum es mein Ö heißt und nicht meine EU. Und ja, fangst du an oder fangen Sie an? Vielleicht erklären wir zuerst den Namen. Ne? Ja, genau, also, fangen wir mal beim Namen an. Mal, dann bei deinem Wunsch. Die Hoffnung. Die Diagnose und die Therapie. Wenn die Diagnose zu lang und zu scharf wird, dann schreit alles nach der Therapie. Aber es hat auch heute damit zu tun, dass wenn die Diagnose nicht scharf genug ist, dass dann die Therapie nicht gelingen kann oder nicht richtig bemessen wird. Und das hat wirklich sehr viel damit zu tun. Wir haben eine unglaubliche Unzufriedenheit. Ich sehe den Wasserstand von Protest, Ungenügen, Überdruss, Verachtung, täglich steigen. Ich sehe aber nicht die Erkenntnis über die Ursachen in selben Maße steigen. Und das zeigt dann, dass wenn so eine Krise dann ausbricht, wo es wirklich alle dann bis daher haben, alle möglichen Luftikusse der Hoffnung Therapien verbreiten können. Ich weiß nicht, ob die Anhänger von Herrn Stronach, die ich sehe, eine Ahnung haben, dass er der schlimmste Feind ihrer Interessen sein wird. Ja? Weil er sammelt ja als Mann des Volkes, der erste Milliardär, einer von euch, bin einer von euch, und alle kleinen Leute laufen nach, habe ich den Eindruck, und haben gar keine Ahnung, dass er ihnen sowas von das Fell scheren wird, dass sie nicht wissen, was ihnen geschieht. Daher mein Bestehen auf der Diagnose, auch auf der scharfen Diagnose. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir mit dem Überdruss der Menschen und dem Protest in Österreich immer so umgehen können, dass wir am Ende sagen, na, ist eh nörgeln, wir tun eh nur nörgeln, geht uns eh gut. Ja? Dieser Protest ist berechtigt, der Übermut ist berechtigt, der Überdruss ist berechtigt, der Protest ist berechtigt, wir sollten nur den Finger drauflegen, wo. Und da gehört ein bisschen auch schon diese Frage der Volksgesetzgebung, weil das auch aus einer sehr unscharfen Diagnose kommt. Nein, die direkte Demokratie kann die repräsentative nicht ersetzen.
Nein, man stimmt nicht, man gibt nicht seine Stimme ab. Es ist ein System, das 3000 Jahre alt ist und aus gutem Grund das alles überlegt hat. Und wie der Cicero schon sagt, dass durch die Unterordnung der Menschen unter das selbstgegebene Gesetz, Senat meinte er, das Volk, die Masse überhaupt erst zum Volk wird. Also die differenzierten Prozesse, wie man eine Sache entscheidet, wie man sie angemessen, wie man sie gerecht entscheidet, braucht einen derartigen Informationsstand, einen derartigen Arbeitsaufwand, dass es absurd wäre, jeden klugen, noch so gebildeten Menschen, Arzt, Architekt, Jurist, was, Hausfrau, was immer auch, oder Ärztin oder Architektin zu beauftragen, das Wohl des Gemeinwesens genauso zu behandeln wie Menschen, die 24 Stunden dafür Zeit haben. Ausgewählt werden, unter Druck gesetzt werden, kontrolliert werden, entlassen werden können, das alles kann der Bürger. Und das alles, und das fehlt uns, das alles zu tun in einer absoluten Transparenz und Offenheit, unter der Kontrolle der Gerichte und der Parlamente, in voller öffentlicher Debatte, wo jeder, jede Frage, Rechenschaft einfach nichts alle 4 Jahre, sondern jeden Tag sind Politiker irgendwo haftbar zu machen, zur Rechenschaft zu ziehen. Es können zivilgesellschaftliche Organisationen entstehen, die unendlich viel erreicht haben, selbst in diesem Land mit schwacher Zivilgesellschaft. Aber Volksgesetzgebung, das würde zu einer ungeheuren Manipulation führen. Derer, die sich nicht beteiligen können, derer, die schauen müssen, wie sie ihre Existenz zustande bringen, und durch diejenigen, die erst, apropos Lobby, die Leute dafür bezahlen würden, öffentlich die Meinung zu manipulieren. Das ist 100-fach, 1000-fach diskutiert worden über die Jahrhunderte. Ob es nun in der Rätedemokratie augenblickshaft verwirklicht oder bei den Kommunisten überhaupt grundsätzlich und für immer und nie in Wahrheit. Ich glaube nicht daran. Ich bin ein Vertreter der parlamentarischen Demokratie und ich glaube, dass die direkte Demokratie eine Erweiterung sein kann, und zwar von unten nach oben. Je mehr Nähe, je mehr Übersicht, je mehr eigenes Urteil, je mehr direkte Betroffenheit, Kommune, Stadt, Gemeinde in großem Ausmaß, Region in einem noch immer sehr großen Ausmaß, aber nicht für gesellschaftspolitische Entscheidungen, wo dann zum Beispiel die Minderheiten überhaupt keine Rolle mehr spielen. Sagen Sie denn den Kärntnern, Sie haben in Kärnten die letzten 30 Jahre eine absolute demokratisch, direkt demokratische Legitimation gehabt für die Verweigerung der Ortstafeln, für das Kurionieren der Minderheit, für das Verweigern der Sprache, für all das hatten Sie eine absolute Mehrheit. Sie hätten jede Volksabstimmung, jede Volksgesetzgebung dort jederzeit gewonnen, wenn es nicht einmal die Repräsentative, weil es bei uns so schlecht entwickelt hat, das aufgehalten, aber wenigstens noch eingedämmt. Ein Plädoyer dafür. Ich halte den so starken Ruf nach Volksgesetzgebung und sonst nichts für ein Alarmsignal allererster Ordnung über den Zustand unserer parlamentarischen Demokratie. Und das war der Punkt, wo Menschen in Österreich sich gefunden haben, über alle Parteilager hinweg, warum wir hier sitzen, um in dieser kritischen Situation ein Gesamtkonzept vorzulegen. Sowohl der Reform der direkten Demokratie, der parlamentarischen, wie der Stärkung der direkten, wie der Grundrechte, wie der republikanischen Grundordnung von Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Gesetzgebung, Parlamentarismus, Unabhängigkeit der Justiz und Medien. Nicht sozusagen glauben, man kann ein Loch in das reißen, man kommt mit einer Lösung, kann man diese unerhört komplexen Probleme schildern. Dazu bedarf es eines komplexen Prozesses, und das ist die Demokratie. Sie ist ein unerhörter Willensbildungsprozess des Souveräns. Das ist nicht wahr, dass in einer parlamentarischen Demokratie der Bürger alle 4 Jahre zur Wahl geht und dann ist nichts. Das ist lächerlich. Was tun wir hier? Was tun wir hier? Wenn nicht eine zivilgesellschaftliche Kraft entwickeln, Ideen entwickeln, Forderungen entwickeln, zu kontrollieren, aufzuschreien und so weiter. Wir beteiligen uns an der Politik, jedenfalls in einer Republik, die diesen Namen verdient hat. Okay. Dass wir dorthin kommen, ist unser Ziel. Und deshalb haben wir es uns auch nicht einfach gemacht. Viele haben gesagt, die Grünen machen es jetzt, nehmt doch die Korruption, nehmt doch die Parteienfinanzierung,
nehmt doch einen Punkt heraus, das lässt sich viel leichter aufbereiten, das ist viel leichter zu mobilisieren. Und wir haben gesagt, nein, dazu haben wir nicht ein Leben im Kampf um diese Dinge, jeder auf seine Art, verbracht, um jetzt einen Punkt, und dann, weil es hier nicht um uns geht, sondern eine Demokratiebewegung zu installieren. Eine Frage, ganz kurz, passt ja. Dir jetzt total rein, wieso Volksabstimmung und keine Parteigründung? Die kam nämlich aus dem Publikum. Wieso Volksabstimmung? Volksbegehren. Das hätte ich nur... Also, das sind zwei völlig verschiedene Baustellen. Wir... es gibt für beides Gründe. Wie hätte der Herr Heinrich Neisser, der Johannes Fockenhuber, der Erhard Bussek, der Frischenschlager, der Radlecker und alle diese Lager zusammen eine Partei gründen sollen? Wie hätte das gelingen sollen? Wir hätten dazu wahrscheinlich weder das gemeinsame Programm gehabt, wir waren ja politische Gegner auch, die sich hier zusammenfinden in einer politischen Krise, um etwas zu tun, weil sie glauben, dass die Wurzel aller politischen Übel in Österreich der Mangel an Demokratie ist. Und dass dieses politische System nicht mehr funktioniert. Dass es nicht mehr zukunftstauglich ist in dem Zustand, in dem es jetzt ist. Und wir wollten uns über die Lager hin daran machen, einen gemeinsamen, parteiübergreifenden Vorschlag zur Lösung dieses Wurzels aller Übel zu machen. Der Raum, der in einer Demokratiebewegung entsteht, und ob dann Teile davon oder mit anderen oder von anderen Parteien gegründet werden, war nicht unser Anliegen. Und wir wollten einmal, also sagen wir es einmal so, wenn Sie mich so radikal fragen, in diesem Land ist Demokratie nie von unten erstritten worden. Das ist die historische Hypothek und Tragödie dieses Landes. Sie kam von außen oder von oben, aber nie von unten. Gönne allen Habsburgern ihr Leben, aber den rollenden Kopf eines Königs hat es hier nie gegeben. Eine Revolution hat nie stattgefunden und die Bürger haben sich am Ende nicht mit den Arbeitern, sondern mit dem Adel verbunden. So, und da stehen wir in irgendeiner Weise immer noch. Und immer noch kommen die Wellen an den Strand von Obrigkeitsstaat, Untertanenmentalität, Protest, aber am Ende eine Tucken. All das brauche ich Ihnen nicht sagen. Und dagegen wollten wir etwas tun. Einen Kampf von unten um die Demokratie in einer höchst kritischen Situation. Und da könnte man nun unsere Diagnose sozusagen im Reißverschluss kurz noch einmal aufreißen. Wenn das Parlament, und ich hoffe, der Heinrich Neisser, um der Kürze willen, erlaubt er mir die Polemik, wenn das Parlament aus Wasserträgern und Gefolgsleuten der Parteiobleute bestehen, die ihre Listen selber machen und die bei jedem abweichenden Stimmverhalten, freies Mandat hin oder her, nicht mehr auf der Liste stehen, bedroht werden können, rausgeschmissen werden können, Rücktrittserklärungen blanko unterschreiben müssen, dann wird es keinen Parlamentarismus geben können. Da brauchen wir uns dann gar nicht streiten. Richtig, dann ist es so, wie Sie sagen, dann taugt es nichts. Und wenn ein Parlament wie das österreichische 92% aller Regierungsvorlagen ohne einen Beistrich zu ändern beschließt, stimmt was nicht. Und wenn ein Untersuchungsausschuss auch noch abgedreht werden kann, weil eine Koalitionspartei die andere nicht überstimmen darf, dann stimmt was nicht. Und, ich brauche nicht die Diagnose bis morgen in der Früh fortsetzen. Daher haben wir gesagt, wir brauchen ein Persönlichkeitswahlrecht. Da gab es eine große Auseinandersetzung darüber, soll es auch ein Wahlrecht sein. Durchgesetzt nach langem hat sich eine doch deutliche Mehrheit dafür, dass die Verhältnismäßigkeit bestehen bleibt. Ich bin sehr dafür. Die Regierungen sind bei uns stabil genug, das Parlament ist nicht stabil genug und nicht lebendig genug. Und ich möchte in einem faschistischen Land keine Mehrheitsregierung. Ich möchte nicht, dass die ÖVP und die FPÖ mit unter 50% Stimmen die verfassungsgebende Mehrheit in dem Land hat. Also, ja, aber ich bin, nein, aber es kann ja die Verfassungsmehrheit, 66%, könnte ja dann mit zwei Parteien zustande kommen, gegen die ich gewählt habe. Dann wird meine Stimme jemand anderen zugeschlagen. Das ertrage ich nicht. Ich bin nicht in England, da gibt es seit Jahrhunderten Einerwahlkreise, das ist ein demokratisches Mehrheitswahlrecht. Ich finde nicht, dass Sie gut fahren damit auf Dauer, würde mir auch für Sie eine Änderung wünschen, aber es ist nicht meine Sache, aber das ist legitim. Einerwahlkreise, Knockout-System, einer gewinnt,
the winner takes it all und so weiter. Ja? Bei uns, wo sie die Wahlkreise sich zurechtschnipseln würden, wie in Wien in der Landtagswahlordnung, wo noch eine Blase und noch eine Amöbe in das Bereich des anderen hineingeschoben und da sind zu viele Grüne, da machen wir so ein Ding und da machen wir, das würde niemals, niemals könnte das funktionieren. Und irgendjemand, weil er die stärkste Partei ist, noch 20% oder die Nichtwähler dazu zu schlagen, würde heißen, mir den Protest zu nehmen. Ich gehe hin, wähle weiß und dann finde ich meine Stimme bei der FPÖ. Also, ich sage es jetzt kurz, das haben wir dann so. Das ist ein Persönlichkeitswahlrecht mit Verhältnismäßigkeit als Grundlage eines starken Parlamentarismus. Schon der zweite Punkt. Korruptionsthematik. Ist der berühmte Korruption viel im Gange, wenig eingelöst. Wir werden sehen, immer wieder Fußnoten aus Ausflüchte, immer wieder die Parteien draußen, das Amt draußen. Was war es bei den Parteien? Finanzierungsgesetz, die Bezirksebene war plötzlich verschwunden. Dann war plötzlich die Bundesförderung verdoppelt. Dann waren bei den Transparenzen da und dort Ausnahmen. Volle Transparenz in allen Bereichen. Ein Informationsgesetz der Bürger, dieser Geheimhalt, dieser Metternich-Rück. Echo, immer noch Staat, ja? Dass es eine Amtsverschwiegenheit gibt. Ich glaube, Kant hat einmal gesagt, alles, was der Staat zu verbergen hat, ist ein Verbrechen. Ja? Es geht wirklich nur um den Schutz der persönlichen Sphäre. Aber ein Bauakt ist keine persönliche Sphäre, die steht nämlich dann 100 Jahre vor der Nase des Nachbarn. Und so weiter. Also Offenheit, Transparenz, volle Bestrafung ohne Ausnahmen für Politikerämter in der Korruption. Einer der zentralen Themen hier, da nutzt weder Volksgesetzgebung noch Parlamentarismus was, wenn es keine unabhängige Justiz gibt, wenn es keine unabhängigen Medien gibt, ein jahrzehntelanger Kampf über die Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte. Wir haben uns für den Weg entschieden, einen Generalstaatsanwalt zu verlangen, der vom Parlament nominiert, dem Parlament verantwortlich ist und der die Weisungsbefugnis ausübt. Also sehr wohl politisch verantwortlich, aber eine unabhängige Instanz nicht unter die Justizministerin, die eh keine Weisungen gibt, aber nur ihr Sekretär beim Runtergehen der Treppe zur Jause sagt, sie wissen schon, gell, dass die Ministerin das aber schon anders sieht, ja? Was ja in Österreich genügt. Okay. Medien genauso eine unabhängige, also die unabhängige Vergabe der Presseförderung. Es kann nicht sein, dass per Belieben die Politiker, die Regierung, die Medien, die Presseförderung verteilt, weil es ganz klar ist, dass nur bei Wohlverhalten der das kriegt. Es kann auch nicht sein, dass der Boulevard den großen Happen frisst, ohne dass so etwas wie ein öffentlich-rechtlicher Auftrag der Information, der Kultur analog dem ORF bestellt wird. Ich glaube, das sind... Dann ein neuer Föderalismus, man kann sie jetzt alle durchdeklinieren, du bist schon ungeduldig. Eine lange Geschichte, wir ersticken in den Kompetenzstreitigkeiten. Die Bundesländer beginnen, wenn es nach mir geht, ich weiß nicht, ob der Heinrich Neister das teilt, beginnen die über 15a-Verträge eine Art Schattenrepublik zu machen, wo man eigentlich annehmen würde, wenn alle neuen Bundesländer das Gesetz, ein selbes Gesetz beschließen, ist es ein Bundesgesetz. Die beginnen sich Gesetzesmaterien um die Republik herum, um den Bund herum, einfach selber zu machen. 100.000 Kompetenzstreitigkeiten, Bildung, Umwelt, Energie, Gesundheit sollten in Bundeskompetenz sein. Eine klare, einfache Regelung. Bezirksschulinspektoren und so weiter brauchen wir nicht. Habe ich was vergessen in meinem... Ich würde jetzt noch ganz gern den Herrn Neisser zu Wort kommen lassen, weil er ist ja auch Proponent. Aber einen letzten Satz kriege ich zur Hoffnung. Ja, okay. Zu ihr. Aber du warst ja eh so hoffnungsvoll jetzt. Ja, und die europäische Demokratie, das ist damals, als wir im Konvent saßen, als wir die Verfassung entworfen haben, hat man uns gesagt, mehr geht nicht, denn klar war für uns die Aufgabe, eine europäische Demokratie, die erste supranationale Demokratie der Geschichte, das ist... Darf ich Kathedrale sagen? Das ist ein Bau, der in 3-4 Generationen gebaut wird. Das ist die Kathedrale, die in diesem Jahrhundert erbaut werden muss. Eine europäische Demokratie. Damals hat man gesagt, die Amerikaner, ihr mit eurem Philadelphia und mit euren Paulskirchen-Schummereien, dazu braucht es eine gewaltige Krise.
Nur in der Krise ist sowas zu schaffen. Und jetzt möchte ich, dass die Regierungen, die Verantwortlichen, die das damals gesagt haben und die damit mitverantwortlich sind, dass wir diese Instrumente heute nicht haben, dass Europa zum Teil handlungsunfähig, zum Teil intransparent, zum Teil schwach legitimiert ist, dass diejenigen heute sich dieses Satzes erinnern und sagen, und ich sage, ist Krise genug? Reicht's? Ist es jetzt genug? Ein Abgrund lässt sich nicht in Trippelschritten überwinden. Dazu braucht es einen Sprung. Dazu braucht es einen Sprung. Hör auf die Emotionen so. Dazu braucht es einen Sprung. Ja? Dazu braucht es einen Sprung, weil der Abgrund nicht in Trippelschritten zu überwinden ist. Das heißt, wir brauchen einen Verfassungsprozess und, was die Hoffnung betrifft, der heutige Tag ist voller Fakten, voller vollendeter Tatsachen, der morgige voller Möglichkeiten. Sehr schön. Okay. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort gewesen. Nur, ich möchte jetzt noch den Herrn Neisser. Nein, bitte das Schlusswort nicht relativieren. Wir können auch. Nein, aber der Johannes hat mir eine wirklich gute Schiene gelegt. Ja? Es kam nämlich oft die Frage aus dem Publikum, wieso mein OE und nicht mein EU. Und dass Sie ja EU-Experte sind, weil das Proponent dieses Volksbegehren. Ich muss sagen, für die Semantik bin ich nicht verantwortlich. Wer hat die Idee von mein EU aufgebracht? Das kam aus dem Publikum. Ich habe mir das. Meine Frage war nur, warum mein Ö. Ja, und nicht mein Ö. Jetzt wird mir zu deinem Missfallen nichts anderes übrig bleiben, als es zumindest aufzuklären. Es gefällt mir so wenig wie Ihnen. Es ist in der ersten Situation Radlecker und Vogtmoor haben sich zusammengesetzt und versucht, Menschen zu finden und Themen. In Salzburg gab es eine kleine Arbeitsgruppe, die das entwickelt hat und auch die Website gemacht hat und so weiter. Und da war mein OE die Lösung. Und es war ein Verschnitt, wenn Sie wollen, der mich ein bisschen schaudert, aber bitte, zwischen meinem Österreich natürlich, dem Buchstaben, und dem 05 der Widerstandsbewegung, weil es ja auch 0E, also OE heißt, ja, der Fortsetzung des Kampfes um Demokratie. Ob dieser Verschnitt zwischen Dirndlkleid und Widerstandsanzug ganz funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Das Volksbegehren heißt, Volksbegehren Demokratie jetzt. So wird es auf dem Zettel stehen. Und ich würde mir wünschen, dass sich dieser Name durchsetzt. Sehr schön. Wann ist das? Ja, vom 15. bis 22. April ist die Eintragungswoche. Das wird sehr spät sein. Heinrich Neisser hat schon darauf hingewiesen, so spät, dass der Nationalrat nichts mehr entscheiden kann. So spät, dass uns hoffentlich das Geld ausgeht, hoffentlich die Kraft ausgeht. Im April gibt uns aber auch eine Chance, eine Kampagne aufzubauen. Und wir werden im Wahlkampf, auch das hat Heinrich Neisser schon gesagt, die Parteien herausfordern. Wir werden uns nicht gefallen lassen, dass sie uns im April sagen, ja, jetzt ist aber schon spät, jetzt kommen die Sommerferien, außerdem ist der Wahlkampf schon. Sondern wir beginnen jetzt im Jänner sozusagen eine Demokratieverträglichkeitsprüfung. Und wir werden ein paar unserer wichtigsten NGOs, RespektNet, Bürgerforum 2020, Bildungsvolksbegehren, zusammenholen, uns eine Liste gemeinsamer Anliegen machen und dann werden wir die Parteien bewerten. Und dann werden wir uns im Wahlkampf melden und werden ihnen immer sagen, die Partei erfüllt die Forderungen und die nicht. Und die wollen die und die Forderungen mit uns beschließen und die nicht. Und so, dass wir im April ein fertiges Paket haben, was die einzelnen Parteien bereit sind, noch vor der Wahl umzusetzen. Gibt es da vorher einen Diskussionsprozess mit den Parteien? Hier rings. Okay. Also wir sind jetzt aber dabei, euch allen an, einen Vorschlag zu machen. Hearings zu machen mit den einzelnen Parteien, aber immer mit dem gemeinsamen Podium sozusagen. Öffentlich, vorbereitet, mit Fragenkatalog, also über Abstimmungen. Ihr wollt es wirklich öffentlich machen, ja, so natürlich. in dieser Form. Ja, im großen, festlichen Rahmen. Herrschaften. Das ist doch spannend, Neos, oder? Auch. Darf ich jetzt mal sagen? Ja. Neos.eu, wer nachschauen will.
unterstützt mein Rui und vor allem Demokratie jetzt zu 100%. Wunderbar. Informieren will, die Dame wollte unbedingt. Zu dem Rui-Emerson, das auf mich immer wieder nationalistisch wirkt. Nein, Österreich, wir, und wir trennen uns damit von den anderen ab. Ich sage nur psychologisch, wie es auf mich wirkt. Ja, ich glaube, das kann man dann auf viele. Frage. Ja? Auf viele. Es ist, ich teile das. Okay, und Sie haben sich überhaupt schon seit Ewigkeiten zu Wort gemeldet. Richtig. Jetzt. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich darf aufstehen. Ja. Ich heiße Stefan Duschig, bin ein in Wien geborener Europäer. Ich glaube, dass die Frage mit der neuen Parteigründung etwas unbefriedigend geantwortet wurde. Ich wollte das als Frage formulieren, Frau Huber. Ich beschäftige mich mit meinem OE, unterstütze das seit einem Jahr. Dann habe ich gesehen, wie es dem Volksbegehren für Bildung gegangen ist und gesehen, es wird diesem Volksbegehren wahrscheinlich in Österreich ähnlich gehen. Realverfassung Österreichs. Und bin im März zur Überzeugung gekommen, ich gründe eine eigene Partei, habe ein paar Gespräche geführt mit Menschen, die ich langjährig gut kenne, die sehr viel im politischen Geschehen verankert sind. Und bin dann im August aufmerksam gemacht worden, dass ein Mann einer Generation nach mir, ein gewisser Dr. Stolz, danke für den Hinweis, eine Partei gegründet hat. Und da haben wir das Parteiprogramm einmal angeschaut. Da ist alles das drinnen, was mein OE unterstützt, zur Gänze, insbesondere Hinweis auf das Erfordernis eines Bundesstaates für Europa, das sonst nirgends in irgendeiner Partei so ausdrücklich drinnen steht. Und natürlich auch der Hinweis aller anderen Punkte, die Sie gerade aufgeführt haben. Ich meine, um zu einer Lösung in Österreich zu kommen, ich wollte das vorher als Frage formulieren, wie sich das gehört, dazu waren zu viele Antworten schon vorher. Diagnose vollkommen richtig, nur Lösung geht nur, wenn wir die Chance nutzen, eine Partei ins Parlament zu bringen. Und diese Chance ist jetzt da, weil es das erste Mal die beiden Großparteien keine Mehrheit mehr bekommen werden. Und daher bitte, sich dann vielleicht im Wahlkampf zu bündeln, damit wir mit einer Partei an einem Strang versuchen hineinzukommen und das dann umzusetzen, was sonst nicht passieren wird. Ich danke. Entschuldigung, dass ich keine Frage mehr gestellt habe. Okay, nein, aber Moment, das letzte Wort. Die Veranstalterin möchte langsam zum Ende kommen, habe ich das richtig verstanden? Wir können dann drüben noch weiter Fragen stellen. Das letzte Wort hat immer das Podium. Ich würde jetzt ganz gern die Politikwissenschaftlerin um eine Analyse bitten. Weil eine Analyse wovon genau? Von den ganzen Punkten, die heute angesprochen wurden und speziell vielleicht auch die letzte Runde, wo sozusagen die Fragen eingearbeitet wurden. Weil sie sind nicht, du bist nicht Proponentin, deswegen glaube ich, hast du da ein bisschen Außensicht und ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man das dann am Schluss so von außen noch einmal sich anschaut und mit einem politischen Hirn analysiert, mit einem gescheiten. Das ist jetzt ein zu großes Kompliment. Wo am Tisch ganz andere Akteure der Politik sitzen. Also, ich bin nicht Proponentin, aber ich begleite den Entstehungsprozess dieser Geschichte seit langem und unterstütze sie daher vollkommen. Auch ich hatte meine Probleme mit dieser mit diesem Namen, aber ich denke, das soll jetzt nicht das größte Hindernis sein, um das zu unterstützen. Ich glaube, worum es geht, um diese Punkte, die hier aufgelistet sind und die tatsächlich, würden sie umgesetzt, diese Demokratie ein großes Stück transformieren würden oder eine solche überhaupt erst herstellen würden. Ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung direktdemokratische versus repräsentative Demokratie hier nicht sozusagen das Zentrale ist, sondern das Zentrale ist tatsächlich die repräsentative Demokratie, die ein Stück weit ein Korrektiv durch direktdemokratische Verfahren vorsehen wird. Daher, glaube ich, ist meine Analyse auch sehr, sehr schnell zu Ende. Ich würde das unterstützen, also ich unterstütze das und würde alle hier auffordern, das ebenso zu tun. Ob das am Ende sozusagen einer Parteigründung bedarf, um überhaupt zu einer Umsetzung zu kommen, ist eine zweite Frage. Und welche Dynamiken aus einem solchen Volksbegehren entstehen,
wird man dann sehen. Es wäre schon eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn das Volksbegehren eine große, breite Unterstützung hätte, weil das natürlich eine Dynamik auch im existierenden Parlament auslösen würde. Bei allen, das kennen wir, ja, bei allen aller Sitzfähigkeit oder Trägheit des Systems. Ich glaube schon, dass das System in einer solchen Umbruchsituation ist, wo man sich nicht alles leisten kann. Ja? Und das, insofern würde ich auch das Bildungsvolksbegehren nicht als eine verlorene Geschichte betrachten, sondern in Kombination mit dem, was hier entstehen kann, wird es eine gewisse Dynamik auslösen. Ich würde gerne einen allerletzten Satz zur repräsentativen Demokratie sagen, weil das immer so einen Ogu hat. Ja? Es sind also die Parteien, die sich nicht bewegen, die Realverfassung, die ja schon mehrfach kritisiert wurde, die Verschmelzung von Parteien mit dem Staat und das, was du als sozusagen ausgehöhltes Tier und durch Ameisen getragen, als sehr schönes Bild, um das zu beschreiben, verwendest. Ich bin Mitglied einer Jury, einer Stiftung, die sich Margarete Lubbock Stiftung nennt. Und nachdem das eine so unbekannte Geschichte ist, erlaube ich mir 2 Minuten, um sie zu erzählen. Das ist eine Stiftung des österreichischen Parlaments zur Förderung von Demokratie, von Demokratieinitiativen wie etwa dieser oder wissenschaftlicher Arbeiten über die Demokratie. Frau Lubbock ist eine Dame, die vor einigen Jahren verstorben ist und die ihr ganzes Vermögen dem österreichischen Parlament vermacht hat. Eine Frau, die ein sehr entbehrungsreiches Leben hinter sich hatte, als ganz einfache Frau, die selbst im hohen Alter eine Erbschaft gemacht hat. Da sie aber kinderlos war, hat sie eines Tages diese Erbschaft an das Parlament herangetragen. Und die Motivation, die sie schilderte, warum sie das dem österreichischen Parlament vermachen möchte, war ein einziger Satz. Ich habe erlebt, was es heißt, kein Parlament zu haben, nachdem dieses ausgeschaltet worden war. Und ich muss gestehen, als man mich einlud, in diese Jury zu gehen, war das etwas, wo ich ganz spontan, ohne nachzudenken, Ja gesagt habe. Daher halte ich dieses Begehren für so wichtig, weil es dieser Institution das Wort redet. Und bei aller Sympathie für direktdemokratische Verfahren, ich glaube, ohne Parlamentarismus kann es eine Demokratie nicht geben. Nicht in einem modernen Sinne des Wortes, und Johannes Falkenhayn hat, glaube ich, dazu alles gesagt, was es zu sagen gilt. Danke für die Aufmerksamkeit.